Ja, dann hallo und herzlich willkommen zum ersten Talk auf den Datenspuren 2024, 20 Jahre Datenspuren. Und wir können mit einem richtig großen Highlight beginnen, für dich zumindest. Es ist nämlich der Digital Fight Club bei uns zu Gast, mittlerweile in der vierten Edition. Und ich würde dann auch direkt an den Digital Fight Club abgeben. Der ist immer in Dresden vom Medienkulturzentrum. Und ja, lass uns beginnen. Ja, auch schönen guten Abend von mir. Ich begrüße euch alle ganz herzlich, vor allem auch hier bei den Datenspuren. Ich habe gehört, wir sind so fast mit einer der ersten Veranstaltungen. Wir fühlen uns sehr geehrt. Genau, und wir sind vom Medien, also ich bin vom Medienkulturzentrum. Wir haben auch noch ganz viele andere ProjektpartnerInnen, die ich noch gleich mit nennen werde. Und wir sind hier heute im Zentralwerk bei den Datenspuren. Ausnahmsweise, eigentlich findet der Digital Fight Club immer im Medienkulturzentrum im Kraftwerk Mitte statt. Genau. Und zur Besonderheit, die Leute will ich natürlich auch nicht vergessen und begrüßen. Wir haben auch einen Stream und da sitzen sicherlich auch einige Leute dabei. Und ja, auch herzlich willkommen an euch und schön, dass ihr dabei seid. Diese Veranstaltung, der Digital Fight Club, ist eine Co-Produktion bzw. eine Kooperation von verschiedenen Institutionen zusammengetan haben sich die Sächsische Landeszentrale für politische Bildung heute auch hier vertreten. Wir haben da hinten auch ein paar Bücher ausgelegt, da könnt ihr euch gerne nachher noch bedienen. Dann ist die Landeszentrale für politische Bildung des Saarlandes mit dabei, die Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz und die Hessische Landeszentrale für politische Bildung. Also wie ihr seht, wir mögen die politische Bildung. Die Volkshochschule Dresden darf auch nicht fehlen und ja, wir vom Medienkulturzentrum sind auch dabei. Einen großen Dank möchte ich jetzt schon mal aussprechen an die Datenspuren und somit auch an den Chaos Computer Club Dresden, insbesondere vor allem an Chrissy, auch wenn sie vielleicht gerade irgendwo umherhuscht, an die ganze, also für diese ganze Organisation im Vorfeld, dann natürlich an Mohl und Jack für die technische Begleitung. Und das Streaming und den ganzen Aufbau davon und ja, auch allen Engeln, die hier beim Festival helfen und das überhaupt erst möglich machen. Jetzt noch, genau, ja. Jetzt noch kurz zu mir. Ich bin Anne Hilliger, ich arbeite im Medienkulturzentrum als Medienpädagogin und bin da Teil von der Projektkoordination für die Erwachsenenbildung. Und ja, was machen wir hier eigentlich? Warum haben wir einen Digital Fight Club? Was ist das eigentlich? Genau, wir sind ein Fight Club für Diskussionen über das Internet und vor allem über netzpolitische Themen. Und da das manchmal nicht die einfachsten Themen sind, laden wir uns dafür Gästinnen ein, die sich ausgesprochen gut mit diesen Themen auskennen und im ersten Teil unserer Veranstaltung immer einen kleinen Input und Überblick über die Thematik geben. Und im Anschluss an diesen 30 bis 40 Minuten Input soll es dann so sein, dass wir noch 1,5 Stunden ungefähr Zeit haben, um ins Diskutieren zu diesen Themen zu üben, weil das ist eben der Sinn eines Fight Clubs, dass es darum geht, dass wir uns im Diskutieren üben. Es soll also nicht nur Fragen geben, sondern ihr könnt auch eure Meinung vertreten, Gegenpositionen aufzeigen, wenn ihr diese denn habt. Und damit das Debattieren trainieren. Wir sind also so gesehen nicht nur ein Fight Club, sondern fast auch ein bisschen ein kleines Dojo, um mal in den Analogien des Kampfsports zu bleiben. Und wer den Film kennt, hat es sicher schon geahnt, auch unser Fight Club hat Regeln. Die stelle ich jetzt vor, bevor ich dann noch zu ein paar Veranstaltungsdetails komme. Das muss ich kurz überspringen, dann komme ich gleich nochmal hin zurück. Also, die erste Regel des Fight Club lautet: Wir sprechen über den Fight Club. Also es läuft ein bisschen anders als im Film. Die zweite Regel lautet: Wir sprechen oder ihr sprecht bitte überall über diesen Digital Fight Club, weil es wäre natürlich toll, wenn ihr die Veranstaltung auch weiterempfehlt. Ganz am Ende werde ich euch auch noch sagen, wann die nächsten Termine sind. Dann die dritte Regel: Es redet nur eine Person und nur mit Mikro. Das ist ganz wichtig, weil wir wollen ja uns hier im Debattieren üben. Und ja, das ist somit eine der ersten wichtigsten Regeln. Die vierte Regel ist: Wortbeiträge beziehen sich auf das Thema der Veranstaltung und werden sachlich vorgetragen und Diskussionen nach den Regeln der Höflichkeit geführt. Da müsste eigentlich ein Ausrufezeichen dahinter stehen. Fünftens, wenn jemand droht, beleidigt, belästigt, diskriminiert oder diffamiert oder aber auch schlapp macht oder abklopft, dann schreitet ein Moderator, eine Moderatorin ein. Dafür geht dann nachher auch jemand mit einem Mikro durch den Saal und steht euch zu Hilfe.
Sechstens, Widerspruch ist zu begründen. Siebtens, keine kommerzielle oder Parteiwerbung und keine nicht überprüfbaren Behauptungen. Das ist natürlich auch sehr wichtig. Achtens, Wortbeiträge sind kurz zu halten und eine Diskussion dauert genauso lange, wie sie dauern muss. Weil wir wollen ja hier auch den Raum bieten, dass alles gesagt werden kann, was man sagen möchte. Und neuntens, wer neu ist im Digital Fight Club, muss diskutieren. Also ich weiß nicht, wer von euch schon mal dabei war. Ihr habt vielleicht ein bisschen mehr Entspannung, aber alle anderen dürfen gerne was beitragen. Wir würden uns sehr freuen. So, jetzt noch ein bisschen was zum Ablauf, bevor wir dann richtig losstarten. Also es soll hier eine möglichst lockere Veranstaltung werden. Deswegen gibt es eben nicht nur diesen Vortrag, sondern wir haben einen kleinen Impuls und im Anschluss könnt ihr eure Fragen oder Meinungen zu Wort bringen. Das könnt ihr aber nicht nur hier im Raum, sondern auch online. Wir haben ein Slido eingerichtet. Jetzt gehe ich wieder eine Folie zurück. Darüber können die Leute, die im Stream dabei sind, gerne auf slido.com mit dem Code 2022510 sich auch einwählen, die Fragen oder Meinungen oder Äußerungen eingeben. Wir haben dort auch eine Moderation sitzen. Und es ist auch so, wenn ihr da drin teilnehmt, ihr könnt auch die Aussagen von anderen voten. Ihr könnt sie, ja, also wenn ihr damit übereinstimmt oder auch sie gerne wissen wollt, dass sie sehen wollt, dass das gestellt wird, die Frage, genau, dem Ganzen ein Vote geben. Und dann haben wir Christina, die das dann vorstellen wird und sich melden wird, dass das dann hier auch mit in den Raum gebracht wird. Genau, und hier im Raum wird es so sein, dass ihr euch meldet und dann unsere Heroldin Ück durch die Gegend laufen wird und euch ein Mikro hinhalten wird. Die Veranstaltung wird ungefähr bis 21 Uhr gehen. Wenn das nicht reicht, haben wir aber auch noch Zeit bis 21.30 Uhr oder wir machen es dann im lockeren Gespräch beim Getränk in der Bar, wo es dann ab 21 Uhr auch noch Konzert und Party geben wird. Und der letzte Hard Fact. Den Stream wird es am Ende auch noch über die Seiten der Landeszentralen dann zum Nachgucken geben. So, jetzt kommen wir mal zum Thema. In der ersten Veranstaltung von uns hatten wir Markus Beckedahl als Gast und diese Veranstaltung stand unter dem Motto, was brauchen wir für ein besseres Internet? Logischerweise muss man bei so einem Thema aber auch erstmal in die Abgründe abtauchen und sehen, warum es denn ein besseres Internet überhaupt braucht. Das ist wichtig und spannend, aber wie wir feststellen mussten, hilft uns das auch nicht wirklich aus dem aktuellen Doomerism, also diesem alles sehr pessimistisch sehen. Und um daraus herauszukommen. Anliegen unserer Veranstaltung ist es aber, mit unseren Gästen und Gästinnen diesen Doomerism mal nicht zu betreiben und mit ihrer Expertise vielleicht auch neue Wege diskursiv beschreiten. Und deswegen haben wir uns heute Nele Hirsch eingeladen, weil wir uns eigentlich niemanden wirklich besser vorstellen könnten, über die Potenziale des Internets zu sprechen und so Fragen zu stellen, wie was hat denn das Netz eigentlich Gutes für uns getan? Was tut es jetzt noch Gutes für uns? Müssen wir alles wegwerfen oder und neu machen oder vielleicht auch nicht? Genau, und bevor ich jetzt hier verschwinde und Nele dann auch endlich reden darf, noch ein, zwei Worte zu dir. Neles Arbeit erfolgt unter dem Motto Gute Bildung für alle und dieses Motto schwingt in allen ihren Projekten, Vorträgen und Impulsen mit und hält ihre Arbeit im Inneren ja, irgendwie fast ein bisschen zusammen. Wichtig dabei als Klammer sind auch technologische Entwicklungen und die Frage, wie wir im Kontext der Digitalisierung gute Bildung gestalten können. Und mit ihren tollen Ideen und Beiträgen mischt sie seit Jahren da auch die Bildungs- und Digitalisierungsszene ein bisschen auf und regt dafür Veränderung an. Christina und ich haben heute ein bisschen überlegt, wie man Nele am besten beschreiben kann und sind auf die Idee gekommen, dass Nele ein bisschen wie so ein Schweizer Taschenmesser für das offene Netz ist. Sie hat immer eine Methode oder Idee parat, sodass alles umsetzbar wird. 2013 hat sie dann noch das E-Bildungslabor gegründet und darüber realisiert sie Projekte, betreibt aber auch das Ganze als Plattform, wo sie ihre Schweizer Taschenmesser-Tools sammelt. Also schaut auch gerne auf dieser Seite vorbei. Es gibt dort zahlreiche Blogposts über Methoden, Reflexionen, technologischen Entwicklungen und vielen, vielen klugen Gedanken. Aber ich will jetzt auch gar nicht weiter vorgreifen und begrüße ganz herzlich Nele Hirsch und freue mich ganz doll auf deinen Input.
Ja, hallo von meiner Seite und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, vor allen Dingen auch vielen Dank für die schöne Vorstellung. Sowas hört man ja nicht so oft und freut sich dann umso mehr drüber. Mir tut es ein bisschen leid, weil ihr jetzt schon so eingeleitet habt und gesagt habt, ihr habt extra mich eingeladen, damit man gleich mal positiv auf das Internet guckt. Das werde ich auch auf jeden Fall machen, aber ich habe trotzdem so angefangen, dass ich gesagt habe, okay, man muss so einen kurzen Schwenk machen. Warum ist denn eigentlich alles doof? Und was da eigentlich ganz schön passte, ist, dass ich am Mittwoch bei einer Veranstaltung in Leipzig war. Und da haben sich die MedienpädagogInnen in Bibliotheken getroffen. Und die haben dort diese Plakate verteilt, also wer es nicht sieht, wie das Internet nur schöner, ihre Bibliothek, der Ort für alle Medien. So, und da habe ich mir überlegt, ich will gar nicht dieses Plakat jetzt hier beschimpfen, sondern habe eigentlich festgestellt, wahrscheinlich ist es wirklich nicht so ein dummes Plakat, weil sie wahrscheinlich die Meinung oder das Erleben von ziemlich vielen Leuten widerspiegeln. Weil man natürlich sowas hat, immer wenn man im Internet unterwegs war, hat man schon mal irgendwie Erfahrung gemacht mit unfreundlichen Besserwissern, wahrscheinlich auch unfreundlichen BesserwisserInnen. Man kennt sowas wie Bullshitting-Inhalte, das ist ganz lustig. Als ich diesen Vortrag hier vorbereitet habe, bin ich nochmal auf eine Webseite gegangen, die ich im Kontext von der Corona-Pandemie ins Netz gestellt hatte. Das kennt vielleicht der eine oder andere. Die nennt sich Das funktioniert nicht. Und als es mit den Lockdowns in der Corona-Pandemie losging, war es ja für ganz viele Menschen so, dass man wirklich zum ersten Mal Videokonferenzen machte. Und fast jede Videokonferenz ging eben los. Hallo, hallo, kannst du mich hören? Funktioniert nicht, Ton ist kaputt und so weiter. Ihr werdet das alles auch bestimmt erlebt haben. So. Und daraufhin machte ich diese Seite, dasfunktioniertnicht.de, und das konnte man einfach super gut als Link überall immer hinschicken, wenn die Technik spinnt. Schnelle Hilfe, was kann ich denn da jetzt in irgendeiner Form machen? Und wenn man da ganz runter scrollte, kriegte man so einen kleinen Button, Remix your own. Das ist immer mein Prinzip, dass ich sage, ich will ja nicht einfach nur diese Website hier zur Verfügung stellen, das steht und das ist Zero, alle können das auch nutzen. Und ich habe diese Inhalte, die es da gab, auf ein KDMD, also so ein Hedgehog-Ding eingestellt, sodass alle Leute es irgendwie ergänzen können, wenn sie das wollten. Und da habe ich jetzt nochmal draufgeklickt, weil ich sagte, ach ja, kann jemand mal schauen, was ist denn da passiert? Und dann kommt man zu sowas. Also hat sich, das habe ich mir das angesagt, was ist denn das jetzt? Habe ich mein eigentliches Hackpad gelöscht und da ist jetzt irgendwas anderes da? Und dann gibt es ja schöne Sache bei KDMD, den Versionsverlauf. Und da konnte ich wunderbar sehen, dass das 2020 bis 2021 alles noch super perfekt ging. Aber dann muss irgendjemand einen Bot programmiert haben oder wie auch immer. Und am 19. Dezember meine Inhalte, die ich da reingesetzt habe, einfach drüber geschoben haben, sogar noch so schön, dass man nicht denkt, alles ist gelöscht und es ist neu hingesetzt, nur um irgend so einen blöden Link zu irgend so einem dämlichen Report in so ein Hackpad reinzusetzen. Und da fragt man sich natürlich schon, es gibt ja schon große Probleme eigentlich auf dieser Welt, warum beschäftigen sich Menschen damit, so einen Blödsinn in irgendeiner Form zu machen und das reinzusetzen. Aber das ist eben wirklich eine Sache, wo man sagt, ja, im Internet ist alles doof. Nervige Cookies brauche ich euch nicht erzählen. Hier ein so ein Lieblingsding von Chefkoch. Klar, ich stimme allen Zwecken zu. Es gibt noch viel, viel schlimmere Sachen, die man hier hinter die Content Warning packen muss. Und es gibt natürlich auch sowas wie Plattformen, die dieses Internet dominieren und die tatsächlich, ich würde sie als gefährlich einordnen, wenn diese ganze Debatte über Twitter und den Musk-Twitter-Kauf und jetzt X eine gute Sache hatte, dann glaube ich, dass das doch in einer größeren Breite deutlich gemacht hat, wie gefährlich sowas überhaupt sein kann, wenn man sich voll und ganz darauf verlässt, dass es in irgendeiner Form irgendwo ein Unternehmen, einen Anbieter gibt und man baut seine ganze Social-Media-Kommunikation einfach darüber auf, ohne dass da eine demokratische Gestaltung da ist, ohne dass da Selbstgestaltungsmöglichkeiten da sind. Auch ich muss zugeben, dass ich das erst spät wirklich begriff. Ich kann mir zugute halten, dass ich noch vor dem ganz, ganz großen Twitter-Exodus ins Fediverse gewechselt bin. Aber das ist jetzt sowas, wo man, glaube ich, immer mehr und immer stärker merkt, wie gefährlich solche Plattformen auch tatsächlich sein können für eine demokratische Gestaltung unserer Gesellschaft. So, und das ist bestimmt alles noch nicht vollständig, was im Internet alles doof ist. Da fallen euch noch ganz viele Sachen ein, aber wir wollen ja eigentlich gar nicht so sehr in dieses alles doof gucken, sondern viel, viel stärker rüber gucken, ist denn eigentlich wirklich alles doof?
Und ihr hattet einleitend gesagt, dass ihr im Digital Fight Club auch sehr netzpolitisch da drauf guckt. Meine Perspektive ist tatsächlich eine sehr, na, wie soll ich sagen, individuelle Perspektive als einzelne Internetnutzerin. Wie geht es mir da drin und was erlebe ich da in irgendeiner Form? Und ich glaube, da kann man auch ziemlich viel ableiten. Und was ich da natürlich genauso wie viele blöde Menschen feststelle, sind einfach viele super großartige Menschen. Jetzt hatte ich über diesen Vortrag hier geschrieben, da kommen wir nachher auch noch dazu, und habe so ein bisschen zum Mitmachen eingeladen. Und dann kriegt man einfach so eine Resonanz. Super, hab gern mitgemacht, danke dafür, hat mir Freude gemacht. Das ist was. Das kann was super Kleines sein. Und man kann sagen, okay, was soll's denn jetzt? Aber das ist ja eigentlich das, was das Internet ausmacht, dass eben genauso Menschen da miteinander agieren. Es ist immer so, dass ich im Internet in irgendeiner Form auf relevante Inhalte stoße, auch ganz plastisches Beispiel hier. Ich bin im Fediverse auf einen Post gestoßen, wo jemand über Buchclubs geschrieben hat und feministische Buchclubs vorgestellt hat. Und das war so der Anstupser, dass wir gesagt haben in der Bildungsbubble, wäre doch auch cool, wenn wir so einen Buchclub irgendwie hätten zu pädagogischen Themen. Und seit September gibt es nun jetzt diesen Edu-Buchclub. Und da sieht man einfach, wie viel aus so einem Internet, einfach weil sich Inhalte miteinander verbinden, entstehen können, weil die Inhalte dann für Menschen im Einzelnen einfach relevant sind. So wunderschöne Websites gibt es natürlich auch. Ich habe kürzlich zum Beispiel die Tiny Awards gefunden, wo schöne, kleine, nette Webseiten ausgezeichnet werden, wo es einfach super viel Spaß macht, da drüber zu stöbern. Ich bin immer wieder super überrascht über die ganze Kreativität, die ich im Netz beobachte. Ein paar Sachen habe ich versucht zu kuratieren auf der Website internetquatsch.de, und da sind dann auch so Sachen dabei, wo man wahrscheinlich erstmal sagt, was soll das jetzt? Wozu braucht man das? Aber genau solche Sachen finde ich, die das Internet schön machen. Und das ist zum Beispiel ein so ein Beispiel, da kann ich oben in die Ecke ein kleines Bildchen zeichnen und mit dem Bildchen dann stempeln. Und dann kann ich das wieder weglöschen und ein anderes Stempelbildchen machen und dann kann ich weiter stempeln. Ist einfach total niedlich. Und das hat einfach ein Mensch gesagt und hat gesagt, ach, ich mach mal so ein Stempelzeichnen. Und das ist ja das, ja, also für mich macht das total viel vom Internet aus, dass es sowas gibt. Jetzt in dem ganzen KI-Gehype mag ich weiterhin ChatGPT total gerne, wo man einfach Miau Miau eingibt und es kommt Miau 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 zurück. Man kann auch irgendwas anderes eingeben, man kann es auch mal mit Wow Wow versuchen. Also das ist aber auch schon alles, was dieses Ding kann, aber finde ich, hat nochmal einen sehr, sehr schönen Blick auf diesen ganzen KI-Sprachmodell-Quatsch. Was ich auch ein super Projekt fand, war zum Beispiel dieses hier, ist auch immer noch am Laufen, wo sich eine Initiative der Herausforderung gestellt hat, zu sagen, wir laden jetzt einfach die ganze Internet-Community ein und sagen, jede Farbe, die es so gibt, soll einen Namen kriegen, und kollaborativ können alle mitmachen, und das wird dann auch geteilt unter einer offenen Lizenz. Also alle können diese Farbennamen, die dann entwickelt wurden, auch einfach weiter nutzen. Und das sind einfach alles solche Sachen, wo ich sage, da steckt so viel Kreativität drin, das macht so viel Freude, sich das anzugucken, da mitzumachen, dass man auch einfach sagen muss, nee, das stimmt natürlich nicht, im Internet ist natürlich nicht alles doof. Und das Allerbeste habe ich ja noch überhaupt gar nicht, was ist natürlich immer ein bisschen Part davon, aber wir haben natürlich diesen riesigen Bereich, den es ja trotz alledem, trotz allen Plattformen gibt, vom selbstgestalteten Internet. Ich bin jetzt schon ganz oft auf das Fediverse eingegangen. Was für mich einfach toll ist, wo ich nicht super Technikerin bin, sondern tatsächlich ja Pädagogin bin, dass ich über eine Webseite, die ihr hier seht, sowas machen kann, dass ich bloggen kann, dass ich mein Lerntagebuch schreiben kann, dass ich Sachen teilen kann, dass ich einen Podcast einstellen kann, dass ich meine Mail verschicken kann. Und das Allercoolste, was ich daran finde, ist, dass ich diesen unter jedem Link im Prinzip reinsetzen kann. Man kann sich das hier kopieren, den Link zu meinem Beitrag, und dann über das Fediverse kommentieren und da in Interaktion treten, weil eben der Blog selber, den ich habe, durch dieses ActivityPub-Protokoll ein Teil von diesem ganzen Fediverse ist. Und dass sowas gebaut wurde und weiter aufgebaut wird und dass sowas funktioniert, so viele Vernetzungen und Verbindungen herzustellen, das finde ich schon eine Sache, die mich einfach immer super freut. Und hierzu, zu diesem kleinen Button, habe ich auch eine schöne Geschichte zu erzählen. Ich habe schon gesagt, ich bin ja
nicht, dass ich richtig programmieren kann, sondern dass ich eigentlich Pädagogin bin. Und als ich diesen kleinen Button basteln wollte, da funktionierte das nicht so richtig, dass ich mir wirklich den Titel von dem Beitrag irgendwie holen konnte, worauf ich hin das trotzdem teilte und sagte, ach, ist jetzt schon mal so halbwegs gut, gefällt mir so. Hier ist übrigens der Code, den ich verwendet habe. Und dann meldete sich jemand aus dem Fediverse und sagte, schau mal, ich habe hier ein bisschen dran rumprogrammiert. Das ist auch wahrscheinlich echt überhaupt nicht kompliziert. Das ist meine Blödheit, dass ich sowas nicht kann. Aber zack, dann war dieser Button so und der funktioniert und es lief. Und das sind dann auch solche Sachen, wo man sagt, ja, das ist cool im Internet, dass man sich einfach so gegenseitig helfen und unterstützen kann. Also im Internet ist nicht alles doof, das können wir, glaube ich, schon mal festhalten, weil ihr auch bestimmt noch ganz, ganz viele weitere Sachen mehr habt. So, aber trotzdem bleibt dann so die große Frage, was hat das Netz je Gutes für uns getan? Und ich habe mir überlegt, dass ich das einfach mal nicht nur aus meiner Perspektive beantworte, sondern auch einfach mal frage, was meint denn ihr, was das Internet so Gutes für euch, für dich getan hat? Und hier gibt es seit letzter Woche die Webseite dankeinternet.de, wo wir tatsächlich angefangen haben, schon einiges zu sammeln, sind schon gut 80 Beiträge da. Und ich habe einfach mal ein paar reingeholt, weil es ja immer auch ein bisschen langweilig ist, wenn erstmal nur ich rede, damit einfach auch ein bisschen so andere Perspektiven zu Wort kommen können. Also hier, liebes Internet, du hast es mir ermöglicht, mich mit anderen digital überzeugten Graswurzeltransformern zu vernetzen und nicht mehr der gefühlt einzige Freak im Lehrerzimmer zu sein. Danke dafür. Nächstes, ich erinnere mich noch, wie ich zum ersten Mal eine Person einen Videoanruf per Handy machen sah. Die Person war offensichtlich gehörlos und sprach Gebärdensprache auf einem Marktplatz übers Handy. In dem Moment wurde mir klar, dass das Internet die Menschen zusammenbringen kann. Die Noten für unsere Band stammen aus dem Netz. Manchmal machen wir asynchrone Recordings und tauschen einzelne Spuren über das Netz, die dann zu einem Mix zusammengefügt werden. So, und so gibt es noch ganz viele weitere Sachen mehr. Die könnt ihr euch alle auch auf dieser Webseite noch angucken, was man sich da einfach nochmal durchlesen kann. Beziehungssachen waren tatsächlich ganz, ganz, ganz viele, die berichtet haben. Vernetzter anonymer Antifaschismus haben wir hier auch noch. Die anderen Perspektiven, die man als privilegierte Person in irgendeiner Form über das Internet reingekriegt hat. Oder auch so ganz banal, ich habe auch, wenn ich Zutaten eingebe, mir überlegt, was finde ich denn da für Rezepte. Ich habe mir so ein bisschen den Spaß gemacht, ich habe diese Webseite Danke Internet nicht nur über das Fediverse geteilt, sondern auch über LinkedIn geteilt. Und das Ganze wird ja nicht getrackt, also von daher kann ich das nicht nachweisen, aber es ist ein lustiger Spaß, die Einträge mal so durchzugehen und sich zu überlegen, wer hat denn wahrscheinlich von wo aus kommentiert und wer ist von wo auf diese Webseite gekommen. Sind schon sehr unterschiedlich vom Ding, aber auch das ist ja das Schöne, was sozusagen so ein Internet ausmachen kann. So, und dann habe ich natürlich nicht nur gesagt, was denkt und so die Internet-Community darüber, sondern habe vor allen Dingen für mich selber auch nochmal überlegt, was hat das Netz ein Gutes für mich getan und habe das einfach nochmal versucht, ein bisschen im Sinne von Danke Internet mitzubringen. Und ich glaube, für mich der wichtigste Punkt ist tatsächlich, dass ich über das Internet ganz viele soziale Verbindungen und Netzwerke habe. Es war natürlich vor allen Dingen in den Lockdowns von der Corona-Pandemie ganz entscheidend, aber auch ansonsten ist es so, dass meine Arbeit sehr, sehr stark darauf beruht, dass ich eben in irgendeiner Form Menschen kenne, die dann irgendwo getroffen haben, mit ihnen dann über wie auch immer welches Netzwerk verbunden bin, man so ein bisschen mitkriegt, was machen die und dann im Prinzip direkt dann in so eine Interaktion und Austausch kommen kann. Auch heute kam ich hier an und sagte, ha, ich kenne dich doch aus dem Fediverse. So, und das sind einfach schöne Sachen, wo man sich dann eigentlich gleich zu Hause fühlt, wo man sofort so einen Gesprächsfaden hat, wo man so ein bisschen was weiß von einer Person, aha, was ist so ihr Hintergrund und dann auch gemeinsam natürlich eine ganz, ganz andere Ebene findet. Ich würde auch Danke Internet sagen für ganz viel Ideen, Inspiration und offene Inhalte. Da möchte ich vor allen Dingen den Fokus setzen auf offene Inhalte. Ich bin sehr stark verankert in der Bewegung für offene Bildungsmaterialien, also Open Educational Resources, so Creative Commons lizenzierte Bildungsinhalte.
Und das ist einfach eine super tolle Sache, dass wenn man eine Methode sucht, wenn man irgendwas braucht, wenn man sich sonst was angucken muss, gerade im Bildungskontext, nicht immer sagen muss, ich erfinde das Rad neu, sondern sagen kann, ha, da hat schon mal jemand was gemacht und das kann ich mir nehmen und mit dem kann ich dann in irgendeiner Form auch weiterarbeiten. So, danke Internet, würde ich auch sagen, für die Möglichkeit eines Geschäftsmodells des Teilens. Und da will ich jetzt gar nicht euch irgendwas Kommerzielles von mir anpreisen. Das soll ja nicht, also soll wirklich nicht gegen die Regeln sein, aber einfach nur erklären, wie ich eigentlich meine freiberufliche Arbeit gestalte und dass das deshalb funktioniert, weil es das Internet gibt. Und dieses Geschäftsmodell des Teilens würde ich so beschreiben, dass das Grundprinzip ist, dass ich immer sage, wenn ein Auftraggeber irgendwas haben will oder irgendwas erfragt, also ein Workshop-Konzept oder ein Online-Kurs oder ein Artikel oder eine Aufzeichnung bei einer Veranstaltung, dass ich vom Grundsatz her sage, können wir gern drüber reden, aber die Bedingung ist, das Ergebnis soll nachher offen lizenziert sein. Und da kann man auf der einen Seite sagen, das ist doch total doof, Nele, damit entziehst du dir ja selbst die Möglichkeit, solche Sachen dann immer wieder zu verkaufen. Also ne, wenn jemand einen Online-Kurs will zu, wie gestalte ich H5P-Inhalte, das sind so interaktive Online-Bildungsmaterialien, dann könnte ich natürlich sagen, okay, ich mache das wirklich nur für die eine Person und dann habe ich vielleicht die Chance, dass die nächste Organisation wiederkommt und mich dann das Gleiche anfragt. Aber das andere Prinzip finde ich also erstens einfach viel schlauer, weil es gibt dann mit Geld bezahlt einen Inhalt, der für alle zur Verfügung steht. Und auch ganz individuell für mich betrachtet, ist es ja tausendmal spannender, als wenn ich immer wieder irgendwie so einen blöden H5P-Kurs mache, dass ich sagen kann, okay, den gibt's hier. Die Menschen sind dann aber irgendwie auf mich aufmerksam geworden, weil sie diesen Kurs gesehen haben. Und dann können wir sagen, lass uns doch mal nochmal einen neuen Inhalt erstellen, gestalten, wo wir viel stärker den Fokus zum Beispiel auf XY drauf legen. Also das ist so das Grundprinzip, Geschäftsmodell des Teilens, dadurch, dass alles, was in irgendeiner Form als bezahlte Arbeit gemacht wird, vom Grundsatz her offen lizenziert wird, es sich darüber verbreitet, wird die Arbeit für mich spannender. Ich kriege überhaupt Aufträge, weil Menschen auf mich aufmerksam werden. Und das ist total cool, weil man ja doch, klingt so pathetisch, aber die Welt so ein bisschen besser macht, weil es gibt einfach coole offene Inhalte, die alle weiter nutzen können. So, was ich auch danke Internet auf jeden Fall sagen würde, ist für Resonanz. Es ist immer sowas, was ist gerade so los? Also ich habe zum Beispiel diese Webseite, das funktioniert nicht, am Anfang gezeigt. Das ist sowas, das kriegt man ja mit durch sowas wie kommunizieren Menschen, was schreiben Menschen, was teilen Menschen, dass man so eine gewisse Stimmung mitkriegt, die man ansonsten ja nur hat, wenn man eigentlich vor Ort mit Menschen kommuniziert. Dann kann man auch so eine Resonanz im Raum spüren. Aber ich glaube, so eine Resonanz ist eben ganz genauso auch da, wenn man in dieses Internet eintaucht und sich da drin versucht zu orientieren und einzumischen. Für Sinn, ich habe schon pathetisch gesagt, dass ich denke, okay, gerade mit diesem Geschäftsmodell des Teilens kann man die Welt so ein bisschen besser machen. Wer auch so aus dem Bildungskontext ist, aber ich glaube, es ist in ganz vielen Kontexten ähnlich, wird oft auch so ein Gefühl wahrscheinlich haben, dass man doch immer wieder in Sackgassen und gegen Mauern rennt und so den Eindruck hat, es geht einfach überhaupt gar nicht voran und das darf doch nicht wahr sein. Ich würde sagen, so ein bisschen Sinn kommt bei mir dann eben an, weil ich sage, okay, ich tue zumindest das, was möglich ist und was ich an Arbeitskraft investieren kann und was ich in diese Gesellschaft reingeben kann, mache ich nicht so, dass das irgendwo geschlossen in der Schublade ist oder eben für die 15 Leute, die dann in dem Workshop sitzen, sondern potenziell eben für alle, die das in irgendeiner Form erreicht und die dann auch damit irgendwas weitergestalten können. Und das ist schon ein Gefühl, dass man eben denkt, okay, es ist nicht für nichts, was ich da mache, sondern wenn es auch nur ganz, ganz, ganz klein ist, aber ich habe den Eindruck, ja, man kann durchaus doch was bewirken und was voranbringen. Für Orientierung, das ist auch was ich am Internet total gerne mag. Wenn ich denke, oh, das ist eine schöne Sache und eine spannende Sache, die will ich mir gerne merken, dann kann ich die irgendwo teilen, kann einen Hashtag dazu setzen, kann die auf meine Webseite einstellen oder wie auch immer
und dann ist sicher, dann finde ich das wieder. Also das ist ja wie so ein riesiges Speicheruniversum, wo dann eigentlich alles wieder auffindbar gemacht wird. Und gerade auch deshalb finde ich so eine Kultur des Teilens so schön, weil man eben nicht nur also für sich selber dann irgendwas hat, sondern sagt, okay, dadurch, dass ich teile und das ja dann auch entsprechend einordne, mache ich es auch für mich selber wieder auffindbar. Für andere Perspektiven ist, glaube ich, selbsterklärend. Man kriegt natürlich mit, was andere denken, auch über so den engeren Grenzraum Deutschland oder Europäische Union raus. Ich fand das gerade jetzt in der KI-Hype-Debatte zum Beispiel super cool, dass das Goethe-Institut eine Veranstaltung gemacht hat mit Menschen aus Lateinamerika, Afrika, Asien, die einfach mal von ihren Perspektiven berichtet haben, wo ganz klar rauskam, ja, ihr nutzt hier super tolle Tools und denkt, ihr vereinfacht euer Leben. Bei uns haut uns das alles auf die Füße und wir leiden darunter. Und das sind einfach Perspektiven, die auf so eine Art und Weise natürlich nicht so direkt bei einem ankommen würden, wenn man eben nicht andere Perspektiven über das Internet kriegen könnte. Für eine Shruggy-Haltung, da gibt es noch viel mehr Menschen, die da noch viel mehr drüber nachgedacht haben. Ich habe tatsächlich den Eindruck, dass ich im Internet sehr viel sowas gelernt habe. Wir versuchen gemeinsam was voranzubringen und was anzugehen, auch wenn wir vielleicht noch nicht super genau klar den Plan haben, wo es irgendwie hingehen kann. Und wir versuchen das eigentlich immer mit so einem grundsätzlichen Optimismus zu machen. Das widerspricht jetzt ein bisschen eurer These, dass man ja immer eher schimpft und sagt, das ist alles ganz schrecklich. Aber dieses, ja, okay, lass uns mal nachdenken und lass uns mal gestalten und lass uns mal machen, das ist doch eine Haltung, die mir sehr viel Freude macht. Auch sowas, dass man so Widersprüche also durchaus auch aushalten kann und sagen kann, ja, es muss nicht immer alles genau gleich und in die einheitliche Richtung gehen. Und Freude, Lachen, Begeisterung, das habe ich, glaube ich, schon an ganz vielen Stellen gezeigt, dass das wichtig ist. Und auch für mich noch, ihr habt es jetzt hier gesehen, dass eigentlich fast die ganze Präsentation gekritzelt ist. Das ist auch was, ich glaube, ich würde überhaupt gar nicht so viel analog mit Stift und Papier oder auch draußen in irgendeiner Form machen, wenn ich nicht auf der anderen Seite so viel auch online unterwegs wäre und da so viel machen würde. Und gerade auch durch das Internet habe ich, glaube ich, ganz stark auch im Bildungskontext gelernt, wie cool das sein kann, wenn man sich dann vor Ort trifft, Sachen auch tatsächlich haptisch zusammenzumachen und zu bauen und zu basteln und zu kneten oder hier eben Lego zu bauen. So, das waren jetzt ganz viele Zitate und auch Perspektiven von mir, wie Stärken, also da, was eigentlich das Netz so schön macht. Aber wir haben auch gehört, okay, es gibt ja durchaus Sachen, die schön sind an diesem Netz. Aber die Frage ist ja dann trotzdem, wie stärken wir denn dann jetzt eigentlich dieses schöne Netz und wie kommen wir da stärker hin? Und ich glaube, eine so eine Sache kann man ganz gut deutlich machen an sowas wie so einer Webseite Danke Internet, dass man sich eben sagt, okay, ich starte einfach mal mit was, ich gebe was rein, ich lade Menschen ein, mitzumachen. Und auch hier ist es zum Beispiel so, dass die entstandene Sammlung dann offen lizenziert ist, also dass Menschen diese Statements jetzt auch für sich nehmen können, irgendwo einbauen können, damit weiterarbeiten können. Das ist natürlich auch nur ein ganz, ganz, ganz mini kleiner Schritt oder ein ganz mini Teil, aber trotzdem ist es ja was, was dann so in der Gesamtheit das Internet einfach schöner machen kann. Und ansonsten habe ich noch 10 ganz konkrete Wünsche mitgebracht, über die wir vielleicht dann auch nachher ein bisschen streiten können. Und dann komme ich auch zum Abschluss mit dem Einstieg hier. Der erste Wunsch wäre so ein bisschen, was ich glaube, viel helfen würde, wenn wir alle ein bisschen mehr mit Wohlwollen auf andere Menschen in diesem Internet gucken würden. Und was ich noch voranstellen wollte bei diesen 10 Wünschen, ich beziehe mich da bei allen Sachen mit ein. Also es ist jetzt nichts, wo ich hier sage, ha, das wäre doch mal cool, wenn ihr das hier machen würdet, sondern das betrifft mich, glaube ich, ganz genauso. Also wenn man erstmal sieht, okay, da kommt jemand rein, also so der Klassiker ist, hallo Mastodon, ich bin neu hier. Du bist hier im Fediverse. So, also das ist ja schon der Klassiker. Mir macht es das ganz oft unwahrscheinlich schwierig, wenn ich Menschen überzeugen will, komm da dazu, mach da mit, zu was zu kommen, dass wir wirklich Menschen willkommen heißen und da gemeinsam was angehen. Und das schließt auch gleich an den zweiten Punkt an, so ein bisschen selbstkritisch zu sein. Also ich weiß das zum Beispiel von mir, dass ich digital total viele Sachen nicht so mache, wie das eigentlich
Also mein Kopf mir sagt, dass das einer digital mündigen Haltung angemessen wäre. So, ich arbeite mit Menschen zusammen und die haben Google Docs und sagen, das ist jetzt hier unser kollaboratives Schreibtool und dann schreibe ich da halt mit. So, das ist weiß ich, das ist total doof und das ist ein großes Problem. Auf der anderen Seite weiß ich auch, die machen vielleicht Sachen richtig oder stimmig, die ich vielleicht auch überhaupt gar nicht so sehr kann. Also von daher dieses Steinbild, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein, da so ein bisschen mehr Gelassenheit will ich nicht sagen, aber zumindest so ein Verständnis dafür zu haben, ich selbst bin auch nicht perfekt, die anderen Menschen sind auch nicht perfekt, aber vielleicht sind sie das in anderen Bereichen nicht perfekt als in den Bereichen, in denen ich das bin. So, und trotzdem, das ist dann der dritte Punkt, der schließt da direkt an, heißt es natürlich nicht, ich akzeptiere es einfach alles und lasse das so laufen, sondern natürlich sollten wir auch ambitioniert sein, natürlich sollten wir auch widerständig sein. Ich habe schon gesagt, dass für mich tatsächlich dieses Widerständigsein also fast am allerschwersten fällt. Es hilft immer, wenn man gut vernetzt ist in solchen Bubbles, wie ich dann hier jetzt bin, weil da wird man ja schon immer ein bisschen gestupst und getrieben. Nee, das geht jetzt hier überhaupt gar nicht. Mit ambitioniert sein meine ich vor allen Dingen auch sowas, dass man eben ohne gleich so eine verurteilende Haltung einzunehmen, erstmal trotzdem aber den Anspruch hat, die Menschen auf so einem Lernen vielleicht auch zu begleiten und mitzunehmen. Also nicht zu sagen, ich lasse es einfach so stehen, dass hier mit Google Docs gearbeitet wird, aber halt auch nicht so hingeht und sagt, was seid ihr alles für Idioten, dass ihr hier mit Google Docs arbeitet. Ne? Und da so ein bisschen das Zwischending zu finden, das ist, glaube ich, herausfordernd und wäre ein so ein Wunsch, den ich für mich selber mitkriegen bringe, den ich noch nicht so gut hinbekomme, aber den wir vielleicht auch alle so ein bisschen mitmachen würden. Vierter Punkt. Immer total wichtig, es passiert so viel Schönes im Internet. Ich überlege mir oft, wenn wir alle viel stärker dieses positive Stärken unterstützen, verbreiten würden, wäre das Internet ja gleich viel besser, als wenn wir so viel Energie und Kraft da reinstecken, zu sagen, warum ganz viele Sachen auch einfach ganz, ganz doof sind. Das ist so ein nächster Wunsch, der noch da ist. Den fünften Wunsch bringe ich auch sowas mit, was ich eigentlich fast zuerst im Internet gelernt habe, bevor ich das so im wahren Leben hatte. Das ist so eine Haltung, die ich vor allen Dingen von Barcamps kenne oder auch von Veranstaltungen wie hier. Wenn man da ankommt, dann ist es einfach völlig klar, dass man sagt, so, wer kann jetzt hier nochmal mit anpacken? Kannst du nochmal dieses hier mitmachen? Die Menschen fühlen sich einfach gemeinsam verantwortlich für das, was hier passiert. Und das ist, glaube ich, auch, was man im Internet als eine Haltung an vielen Stellen erstmal lernen muss und wo das an vielen Stellen aus meiner Sicht auch noch fehlt. Und ich will das nochmal mit einem konkreten Beispiel untermauern. Ich stelle ja sehr, sehr viele Inhalte offen ins Netz. So, und dafür kommt ganz oft Rückmeldung, dass Leute sagen, Nele hat mir total geholfen, danke für diesen kleinen Kurs und danke für diese Methode oder XY. Ich habe auch sowas, dass ich eine Webseite habe, die heißt Einstieg H5P, das habe ich schon erwähnt als ein Tool, wo man ohne Registrierung und Anmeldung ausprobieren kann, solche H5P-Inhalte für sich zu erstellen. Das ist also einfach wie eine technische Infrastruktur, die dasteht. Und das ist was, das weiß ich, das sehe ich ja auch von den Aufrufezahlen, dass das ganz viele Menschen nutzen, wenn sie zum Beispiel Fortbildung machen für Lehrkräfte, weil sie dann einfach sagen können, okay, geht da drauf, könnt ihr schon mal ausprobieren. So. Für sowas, also so eine Bereitstellung von technischer Infrastruktur, kommt fast überhaupt gar nichts zurück. Also da hat mir in den ganzen Jahren, wo das schon im Netz steht, fast nie jemand geschrieben. Und wenn, dann war das eher so, Skandal, Skandal, warum funktioniert denn hier XY nicht? Also das ist dann das, was man natürlich als Rückmeldung kriegt. Und das wäre, glaube ich, ein so ein Wunsch, den ich hätte, also dieses Verantwortung wahrnehmen, Sachen immer so ein bisschen besser zu machen, da auch mit einzubeziehen und da habe ich auch nicht die Lösung, wie wir das hinkriegen können, aber dass Menschen sich mehr klar machen, hinter so einer technischen Infrastruktur im Netz, da stehen auch Menschen, die sich darum kümmern und diese Menschen müssen wir auch unterstützen, sei es jetzt finanziell oder durch eine positive, wertschätzende Rückmeldung oder durch, wie wir auch ansonsten da helfen können. Also das wäre dieser Wunsch der Verantwortungswahrnehmung.
solidarisch sein ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich laufe da relativ privilegiert durch dieses Internet durch. Auch darum, weil ich jetzt so Bildung mache, das ist nicht, also klar, gibt schon auch strittige Punkte, aber ist was ganz anderes, glaube ich, wenn man politisch aktiv im Internet ist. Gibt es also einfach viel mehr Menschen, die viel, viel mehr angefeindet werden als ich. Und da ist es, glaube ich, so ein Grundding, dass dieser Wunsch der Solidarität dann ganz wichtiger ist. Geduldig sein, das ist, glaube ich, so die Grundregel, die man immer braucht. Mein Aha-Erlebnis war da, als wir direkt, als der große Twitter-Exodus war, ein Barcamp in Hamburg hatten, das ist die Edunautica. Die Edunautica sammelt eigentlich doch so relativ progressive Lehrkräfte um sich, die so Digitalisierung und Reformpädagogik zusammenbringen. Und ich hatte mich da sehr dafür eingesetzt, dass eben nicht nur auf Twitter hingewiesen wird, sondern auch auf das Fediverse und es auch da gesagt wird, da könnt ihr auch unter diesem Hashtag posten. Und dann wurde von der Moderation einfach mal so reingefragt, wem von euch ist denn das Fediverse ein Begriff? Und da meldete sich vielleicht, naja, also ein Viertel, wenn es hochkommt. Und da habe ich so für mich gesagt, oh Gott, wenn das unter den progressiven Lehrkräften mitten in dem Twitter-Exodus und ich hatte da versucht schon, also Sachen reinzugeben ins Netz und das zu erklären und Unterstützung dafür anzubieten. Und wenn es dann trotzdem nur beim knappen Viertel bleibt, dann okay, man muss einfach geduldig sein und es bewegt sich alles nicht so schnell, wenn man Menschen erreichen will. So mehr Konfetti und Glitzerstaub ist immer schön, das macht das Netz natürlich besser. Und wir sollten natürlich auch alle zuhörend und offen sein und darum bin ich an der Stelle dann auch so, dass ich den 10. Wunsch ganz bewusst offen gelassen habe, so vielleicht auch noch gemeinsam überlegen können. Was ich aber mitgebracht habe, ist natürlich die Frage, die wir auch in der Ausschreibung zu der Veranstaltung hatten. Wie können wir gemeinsam eine Zukunft schaffen, in der freies Wissen und digitale Mündigkeit das Fundament für eine soziale, nachhaltige und demokratische Gesellschaft bilden? Bis hierher erstmal vielen Dank und ich freue mich auf die Diskussion. So, ja, dann kannst du dich schon mal hinsetzen, dir ein Wasser einfüllen. Ich würde die Folie einfach mal so stehen lassen. Ich denke, das regt uns alle vielleicht nochmal an. Gibt es denn schon Fragen aus dem Publikum? Wenn ihr noch keine habt, ich habe sonst auch welche. Vielleicht gibt es ja auch schon online welche. Nein? Oder habt ihr Streitpunkte? Jetzt ist der Computer ausgegangen. Cool. Gut, dann fange ich einfach mal an. Ja, mein erster Punkt ist irgendwie so, wenn wir jetzt von dieser Kultur des Teilens reden, ist das nicht irgendwie auch so, also ich meine, du machst ja sehr viel im Internet. So, ist das dann nicht irgendwie auch so für dich als selbstständige Person irgendwie viel Selbstvermarktung? Hältst du dich aneinander, muss ich wegrutschen? Ja, mir ist es tatsächlich hier jetzt auch nochmal aufgefallen, wie die Bögen. Geht es? Sonst test mal meins vielleicht. Du hast deins aus, wir testen mal meins. Okay. Ist besser oder soll ich das auch ausstellen und dann geben wir das hin und her? Geht? Okay. Also ich glaube, es ist natürlich schon sehr, sehr viel, also das kann man nicht wegreden, dass das auch Selbstvermarktung ist. Also darum nenne ich es auch ganz bewusst, glaube ich, Geschäftsmodell des Teilens. Also es ist ein Geschäftsmodell, ja, das ist unbestritten. Aber also darum, mir ist es jetzt richtig so aufgefallen, als ihr am Anfang die Regeln geschildert habt und gesagt habt, okay, kommerzielle Sachen wollt ihr nicht, so. Und ich will ja eigentlich gerne über meine Website erzählen und dass ich das cool finde, wie ich da Sachen einstellen kann und was ich da machen kann. Aber also trotzdem, glaube ich, gehört es dann in irgendeiner Form so da hierhin. Aber natürlich ist es gleichzeitig auch was, ja klar. Für mich als Selbstständige ist es das, dass das die Sachen so unterstützt und dadurch dann überhaupt dieses Geschäftsmodell des Teilens ins Laufen kommt. So. Was ich glaube, was so ein bisschen den Unterschied macht zu so einem klassischen, das haben wir ja auch so, ne? Wenn Menschen das dann Content Marketing nennen, also hier ist ein kleiner Inhalt und den gebe ich euch rein und dann hoffe ich, dass ihr alle meine anderen coolen Inhalte teilt, so, da ist halt der Knackpunktunterschied, also dass man sagt,
Ich gebe nicht einfach ein paar Sachen rein, sondern ich sage ganz bewusst, und das ist auch meine Erfahrung, je mehr ich wirklich offen teile und je vollständiger und je umfassender, desto cooler sind eigentlich auch Sachen, die dann am Ende wieder zurückkommen. Wir geben hin und her. Okay. Das soll ich jetzt. Bleibt. Du warst fertig, alles klar. So, wie sieht's bei euch aus? Alle noch ein bisschen schüchtern, ist die erste Veranstaltung, ich weiß. Da ist jemand. Wir müssten mit dem Mikro nach hinten am Stream. Der Videoengel. So, du bist es sogar. Ah, schön. Sorry. Ich glaub, nur so als Alternative, also nur so ein bisschen als Ergänzung, so, weil das war alles so Einhornkotze und wie schön das alles ist. Nochmal hinterwerfen, so danke Internet dafür, dass ich keine anderen Meinungen bekomme, sondern immer schön dieselbe Meinung immer wieder bestätigt bekomme, weil ich mir meine Follower so zusammensuche, wie ich sie halt will und alles, was mir nicht gefällt, wird weggeplonkt. Mittlerweile haben schon Instanzen Killfiles, also danke Internet dafür, dass es Echo-Boxen gibt, Echo-Kammern gibt noch und nöcher und genau, das als Gegenthese zu dem, was gesagt wurde. Ja, also stimmt natürlich, kann man nicht wegreden jetzt in irgendeiner Form. Was ich denke, was auf jeden Fall auch stimmt, ist, dass man natürlich selbst das in der Hand hat, wie ich das gestalten will. Also ich entscheide, ob ich alles andere wegboxe oder ob ich mir ganz bewusst auch sozusagen eine Bubble aufbaue, wo ich versuche, auch unterschiedlichste Meinungen reinzutun, wo ich ganz bewusst auch nicht auf Blocken gehe und gucke, dass ich solche Sachen eben dann mit reinspiele in mein Feed. Ich habe da jetzt irgendwie auch eine kleine Frage. Diese Filterblasen, die entstehen ja vor allem aber auch auf Plattformen, wo wir viel mit Algorithmen konfrontiert werden, die das für uns vorsortieren. Das ist ja jetzt im Fediverse nicht ganz so sehr so. Baut man sich da auch so krasse Echokammern auf? Also ich glaube, man kann sich im Fediverse schon total seine liebe Kuschel-Wohnzimmer-Bubble bauen, aber das mag ich auch am Fediverse, weil das ist ja auch total okay, dass Menschen sagen können, ich will ganz bewusst meine Kuschel-Wohnzimmer-Ecke haben. So. Aber gleichzeitig kann ich halt im Fediverse auch sagen, nö, ganz bewusst vernetze ich mich auch mit Menschen und abonniere Hashtags und gucke, was da ansonsten noch drumherum ist, die wirklich auch zum Teil vielleicht ganz konträr zu meiner Meinung sind. Und das ist eben was, was auf so eine Art und Weise, jetzt also so mit meiner früheren Twitter-Erfahrung, da eben überhaupt nicht funktioniert. Weil da habe ich das ja nicht selber in der Hand, was ich gestalte, sondern dann gibt mir ja der Algorithmus das vor, was ich da angezeigt kriege. Und das ist, glaube ich, also gerade die große Stärke im Fediverse. Und das würde ich auch total schade finden, wenn wir das problematisieren als eine Sache, dass das möglich ist, dass Menschen sagen, ich will das halt entweder so oder ich will das so. Gehen hier irgendwelche Hände hoch? Ja. Danke. Ja, es gibt Fragen im Internet, vier sogar. Ich fange mal mit, zwei Bestärkungen und zwei Fragen. Die Bestärkungen erstmal, Nele, deine Ideen für ein herzliches Willkommen im Fediverse sollten auch offline berücksichtigt werden, um Menschen in unsere Kultur einzubeziehen. Und nochmal ganz ähnlich, ich halte es für wichtig, diese Haltung nicht nur online, sondern auch offline zu leben. Ich sehe Nicken. Ja. Gut, und die eine Frage. Wie lassen sich die positiven Aspekte des Internets gegen seine negativen Auswirkungen wie Datenschutzverletzungen, Cybermobbing und Desinformation nutzen? Also ich glaube, wenn man sich für was einsetzen will und für was stark machen will, dann muss man ja erstmal wissen, warum tue ich das denn überhaupt? Und wenn ich natürlich immer nur den Blick darauf habe, da ist alles doof, und das war ja auch so ein bisschen eure Intention dann jetzt mit dieser Veranstaltung,
dann stärkt es natürlich nicht so sehr, dass ich für mich sage, ja, das lohnt sich total und da setze ich mich auch dafür ein. Also von dem her, ich finde es immer einen guten Ansatz, wie ich ja auch als einen Wunsch geschildert habe, zuerst mal sagen, wir verbreiten mal, was ist denn eigentlich an positiven, an schönen Sachen da? Und wenn Menschen sehen, ha, das kann auch wirklich schön sein, dann kann es ja auch weitergehen. Und sie bringen sich dann auch ein, sie kommen langsam dazu, sie werden Teil von so einer Netz-Community. Geht weiter online? Ja, genau, mehr aus Slido. Nochmal eine Frage, die so auch so ein bisschen anknüpft an dein Google-Beispiel. Verstärken die vorgestellten Tools nicht die digitale Spaltung und den Zugang, weil sie viel schwerer zu bedienen sind und aufwendiger in der Einrichtung? Kennst du wahrscheinlich. Genau, also das ist genau dieser Knackpunkt. Und darum habe ich dieses reingebracht, ambitioniert sein. Also wir haben jetzt bei dem nächsten OER-Camp, das ist das Barcamp, was die Community zu offenen Bildungsmaterialien immer regelmäßig veranstaltet, also OER, Open Educational Resources. Und da haben wir so einen ersten Diskussionsbeitrag, wurde jetzt veröffentlicht, auch auf der OER-Camp-Seite, wo genau das dargestellt wird, also dass gesagt wird, der Grundkern von OER ist ja Offenheit und wir müssen uns einfach klar machen, so ein LinkedIn-Teil oder so ein Facebook-Teil oder so ein Insta-Teil oder wie auch immer, ist für ganz viele Menschen erstmal offener, weil, okay, machen halt Klick und sind drin und alles funktioniert. Und sonst muss ich mir im Fediverse ja schon überlegen, na okay, was will ich überhaupt nutzen, Mastodon? Es gibt aber auch noch zigtausend andere Sachen. Was soll meine Instanz sein? Und das mag jetzt für Menschen, die hier so in diesem Raum sitzen, so die pure Selbstverständlichkeit sein, warum das denn jetzt überhaupt irgendwie eine Schwierigkeit sein soll. Aber also ich erlebe das immer wieder, dass es tatsächlich eine Hürde ist, für Menschen da einfach anzufangen. Und mit ambitioniert sein meine ich jetzt aber halt, das wäre total dumm, dass man dann sagt, naja, dann ist es halt so, wenn wir Offenheit gewährleisten wollen und allen Leuten ermöglichen wollen, sich zu beteiligen, dann müssen wir das eben einfach so hinnehmen, dass die anderen Sachen niederschwelliger sind. Sondern unser Anspruch muss ja dann sein, dass wir sagen, okay, wir nehmen das erstmal zur Kenntnis und das ist dann dieses Steinwurf-Ding. Wir verurteilen jetzt nicht per se jemand, dass er da auf Instagram postet, aber sagen, schau mal, es gibt auch noch was anderes. Soll ich dir helfen, wie du hier reinkommen kannst? Und dann nehme ich dich an der Hand und dann zeige ich dir das. Und das ist dieses erstmal anerkennen, das kann man, glaube ich, nicht wegreden, dass das niederschwelliger und offener und einfacher vom Zugang her ist. Viele andere Sachen, was ja auch einfach eine Kostenfrage ist, also wie viel Geld wird da in Usability reingesteckt und was gibt es auf der anderen Seite? Also das ist überhaupt gar kein Vorwurf an irgendjemanden, aber eben trotzdem den Anspruch zu haben, das allen Menschen zu ermöglichen. Weil im Kern kann es ja auch nicht sein, dass man sagt, okay, sollen die ganzen Dummies halt da auf ihren Plattformen bleiben. So, also es ist ja nicht der Anspruch, den man an eine demokratische Gesellschaft haben kann. Da hätte ich jetzt eine Anschlussfrage. Also vor allem mit diesem niedrigschwelliger und Leute mit ins Boot holen. Ich habe vorhin, während du gesprochen hast, auch an so Schulen gedacht. Die hast du ja auch mit erwähnt auf deiner auf dieser Konferenz, dass eben auch LehrerInnen dabei waren, die eigentlich ja schon in dem Thema drin sind, aber auch das mit dem Fediverse alles nicht so ganz, also noch nicht ganz verstehen können. Wie kriegen wir es denn hin, überhaupt niedrigschwellig genug zu sein und auch so diese Kultur des Teilens in die Schulen zu kriegen? Weil Schulen sind ja auch oft so, nee, das habe ich doch jetzt erstellt, das ist doch meins, das kann ich doch jetzt hier nicht anderen offen zur Verfügung stellen. Und dass man das irgendwie, weil es ist ja eh schon so, also vor allem auch so in meiner medienpädagogischen Bubble schwierig, da in Schulen ranzukommen, finanziell und personell, dass man solche Themen da überhaupt den Leuten ja näher bringt. Also ich glaube, es passt dieser Wunsch, geduldig sein, auf jeden Fall dazu als eine Sache zu dieser Frage. Ja, also meine Erfahrung ist immer die, dass ich eigentlich versuche, auf zwei Sachen so ein bisschen zu achten. Erstens, dass ich merke, es kann tatsächlich einen großen Unterschied machen, was man selber vorlebt und was man zeigt und dann eben auch deutlich macht, okay, man muss gar nicht so große Sorgen haben, dass ein Sachen jetzt in dem Sinne geklaut werden und dann sind sie weg, ist ja Quatsch, ne? Die sind ja weiter da. Und dass das sogar wirklich auch nicht nur was ist, dieses Teilen, was jetzt so super,
Altruistisches, also das ist es auch, man tut der Welt was Gutes, aber gleichzeitig ist es natürlich was, das bringt mir persönlich auch echt ganz viel, weil ich kriege da Feedback, meine Sachen werden weiterentwickelt, ich kriege auch im besten Fall, wenn es gut läuft, eine gewisse Wertschätzung da draus. Und wenn man das dann so ein bisschen erlebt, dann glaube ich, kann man da schon vorankommen. Aber es ist ein großer Weg und es bewegt sich, glaube ich, ganz, ganz langsam. Und wie gesagt, mein erster Part ist dieser, dass ich sage, ich versuche es einfach anders vorzuleben. Und das andere ist, ganz gezielt die Menschen zu unterstützen, die was anderes wollen. Und ich meine, es gibt Schulen, ich habe in Sachsen-Anhalt in der Provinz gelebt, 5 Jahre lang, da gibt es tatsächlich Schulen, wo ich sagen würde, okay, in dem Kollegium wüsste ich jetzt nicht, wen ich da ansprechen kann und wer mein Bündnispartner oder meine Bündnispartnerin wäre. Aber an ganz, ganz, also an wirklich fast allen Schulen hat man doch irgendwie Menschen, die das versuchen und die was anderes wollen und die da aktiv sind. Und was ich dann machen kann, ist, dass ich eben ganz gezielt sage, okay, was brauchst du jetzt? Und die brauchen oft ganz einfache Erklärungen und sind dann super dankbar, wenn sie sagen können, oh, cool, dass es hier dieses Video gibt, das kann ich mitnehmen und kann dann an meine Kolleginnen weitergeben. Und das ist für mich so ein ganz guter Weg, weil man da nicht sagen muss, also ich kenne ja auch die Innereien in so einem Kollegium überhaupt gar nicht so gut. Also dass ich an die als erstes rangehe, die sagen, bloß nicht, bleib mir weg. Die werde ich wahrscheinlich nicht kriegen von extern. Aber eben die sagen, stimmt, ich will da was verändern. Die zu unterstützen, das ist, glaube ich, eine gute Strategie. So, liebes Publikum, wie sieht's aus? Habt ihr noch Fragen? Jetzt haben wir noch mal eine aus dem Internet und dann kannst du. Gut. Mal ein Stück weg von Schule. Wie kann das Internet, wie du es vorgestellt hast, genutzt werden, um globale Herausforderungen wie Klimawandel und soziale Ungerechtigkeit anzugehen? Ja, das ist eine total gute Frage. Wenn ich die Antwort hätte, dann wären wir alle wahrscheinlich so ein Stück weiter. Aber es gibt super große Herausforderungen, vor denen wir alle stehen. Und ich weiß, dass wahrscheinlich alle hier in diesem Raum und auch wahrscheinlich die Menschen, die im Stream zugeguckt haben, dass die ja ein Anliegen haben und dass sie was verändern wollen und dass sie sich für was einsetzen wollen. Und vielleicht ist es der total naive Optimismus, den ich habe, aber ich denke trotzdem, wenn wir genauso vorgehen, dass wir sagen, ja, wir versuchen alle da, wo wir es können, unseren Beitrag zu leisten, um diese Welt so ein Stück besser zu machen. Und wir versuchen uns dann zu vernetzen und zu verbinden und für dieses Gute auch gemeinsam einzustehen. Dann ist es zumindest realistisch, das, was ich erstmal denken kann, okay, das kann ich jetzt leisten und das kann ich machen. Vielleicht ist es viel zu klein gedacht, also da können wir gerne streiten, aber das ist zumindest mein Weg, den ich versuchen würde. So, jetzt war hier vorne noch jemand. Ja, vielen Dank für die Impulse bisher. Ich nehme gleich mal den letzten Impuls auf, da können wir gerne streiten, um eine Gegenthese in den Raum zu stellen. Und zwar, ich glaube, nicht nur im Chaosumfeld, aber auch da merkt man, dass sozusagen auch in der Bewegung sehr unterschiedliche Meinungen zum Teil aufeinandertreffen zu Teilthemen und dann sehr viel Energie verloren geht in Reibungsverlusten, die man eigentlich ins große Ganze stecken müsste. Ne? Und auch im Fediverse eskaliert die Diskussion dazu dann manchmal ganz schön hart und dann wird geblockt und pipapo. Und ich glaube, das ist so ein bisschen mein Nischenthema vielleicht, dass wir deutlich besser werden müssen, wie wir gerade im digitalen Raum kontroverse Diskurse austragen. Und da passiert aus meiner Sicht bisher viel zu wenig. Ich bin erschüttert, dass wir, ich meine, es ist ein Viertel des 21. Jahrhunderts quasi schon rum und wir sind immer noch, als hätte man Steinzeitmenschen Smartphones gegeben. So unterhalten wir uns. Und also so mein Lager und dein Lager und dann wird aufeinander eingeknüppelt, so ungefähr. Und da würde ich mir gerne von allen, aber auch von dir jetzt irgendwie mal eine Antwort drauf erwarten. aber hoffen, sagen wir so. Bist du der Kollege von der konstruktiven digitalen Diskussionskultur? Ertappt, ja.
Ja, cool. Ich finde deine Arbeit total super. Das kann man ja gleich mal Fangirl-Moment so reinbringen. Und tatsächlich ganz direkt, also jetzt will ich nicht hier irgendwie mit Dreck schmeißen oder sonst was, aber ich habe ganz lange Zeit über das Fediverse so geredet, dass ich von außen von Leuten gesagt kriege, das ist voll der Blödsinn, dieses Netzwerk, weil da genau das passiert und die Leute sich da gegenseitig bekriegen und dann werden da Instanzen geblockt und da passiert dann sonst noch was. Und ich war damals noch auf der Instanz von Digital Courage Social und plötzlich kriegte ich von Menschen, ich hatte tatsächlich wirklich von gar nichts mitgekriegt, ich bin nicht so intern in irgendwelchen Sachen drin, aber kriegte ich Aufforderungen geschrieben, bitte wechsel die Instanz, weil sonst ich will diese Instanz blocken, warum auch immer. Wie gesagt, ich kenne die ganzen Hintergründe da in irgendeiner Form nicht dazu. Und da war das zum ersten Mal, dass mir das überhaupt klar wurde, weil ich bis jetzt immer nur gesagt hatte, dass ich gesagt habe, nö, das ist voll die Lüge, dass das so böse wäre in diesem Fediverse. Und da habe ich selber gemerkt, okay, tatsächlich, das findet statt. Und da finde ich das super, wie du agiert hast. So. Das hat mir auch total geholfen, wie du reingingst. Und also vielleicht kann ich einfach sagen, was mir da in irgendeiner Form geholfen hat, dass man nicht den Eindruck hatte, es wird gleich, parteibezogen und wird gesagt so, ha, die haben recht und die anderen haben überhaupt Unrecht, sondern versucht wurde zu sagen, okay, was geht es denn jetzt hier gerade und was ist eigentlich das Thema und das versucht wurde aufzudröseln. So. Ich habe das dann tatsächlich ein bisschen aus den Augen verloren, aber also finde es weiter wichtig und spannend, da reinzugucken. Mein Umgang damit, und das ist vielleicht auch einfach ein bisschen ein Wegducken, das kann sein, ist, dass ich eher sowas mache, zu sagen, okay, wenn mich das tatsächlich nicht direkt betrifft, dann ist es diesen Wunsch, den ich geschildert hatte, lieber eher das Positive stärken und unterstützen, als so viel da rumzugucken und zu sagen, hier hat wieder jemand was Blödes gemacht und das hier war auch ein Fehler und das ist doch auch bescheuert. Also dann eher da drauf zu gucken und dahin zu gehen, hier macht jemand echt eine coole Initiative, hier ist voll der nette Post, der reingegeben wurde, hier ist eine gute Sache und das kann ich teilen, da kann ich einen Kommentar dazu geben, dafür kann ich mich bedanken. So, aber also ich stimme dir zu, auch wenn ich es nicht selbst als einen Schwerpunkt mache, wo ich jetzt sage, zack, da gehe ich rein und dafür arbeite ich, aber darum haben wir eigentlich keinen Widerspruch. Also ich finde es wichtig, dass sich Menschen darum kümmern und dass wir auf diese Weise dann auch gemeinsam in dem Bereich weiterkommen. Möchtest du darauf nochmal antworten oder gibt es andere Meinungen? Ich würde mich mit einklinken. Also wir kennen uns ja auch. Kurz für den Hintergrund, ich moderiere auch eine Fediverse-Instanz, also betreibe mehrere, aber eine Mastodon-Instanz mit. Und ja, also dieses Wünsche mit Wegblocken und so kenne ich auch diese Steinzeitmenschen-Diskussionskultur. Kleiner Input dann von der Seite einer Moderatorin. Du kannst auch auf deine Mods oder die Serverbetreibenden zugehen, wenn mal irgendwas noch nicht grenzüberschreitend ist, sondern wenn einfach nur gerade gestritten wird oder sowas. Und da auch mal fragen, hier magst du nicht vielleicht mal nachhaken. Also wir hatten auch schon jetzt platt gesagt Streitfälle bei uns auf dem Tisch, wo dann einfach dann so rauskam, ja, da hatte irgendwer einfach einen richtig schlechten Tag oder so. Klassiker ist, wir haben eine starke Fahrradbubble. Die kann auch manchmal sehr, impulsiv werden, wenn irgendwer Autos mag. Manchmal sind es diese platten Sachen. Und da haben wir auch schon ein bisschen so eingreifen können mit einfach einer netten Nachfrage oder ein so, war dir gerade bewusst, dass du mit einem Menschen redest, wenn man nachts schreibt? Manchmal hilft auch das, also es hilft natürlich nicht immer, da brauchst du größere Konzepte, aber zum Glück sitzen da Leute dran. Aber ja, das vielleicht so als Randbemerkung. Sonst auch mal Dritte einschalten und gerade im Fedi zumindest gibt es ja immer irgendwelche Leute, die mit für dich verantwortlich sind. Erst Mikro. Der Stream muss es ich auch hören. Ich bin wahrscheinlich die Person hier im Raum, die am wenigsten Ahnung von dem Thema hat, aber gibt es nicht auch, also du sagst, du bist Optimistin, höre ich raus. Du sagst, wir müssen da zusammenarbeiten, um besser darin zu werden, aber gibt es nicht auch systemische Ursachen, wie man Diskussionskultur in solchen Foren verbessern kann? Also ich kenne ja auch verschiedene
Plattformen, die das besser oder schlechter machen? Also da fallen mir direkt ein paar gute und ein paar schlechte Beispiele ein. Und inwieweit lässt du das dann einfließen in deine Arbeit? Genau, also dann kann ich eigentlich an den Kollegen jetzt da hinten übergeben, der tatsächlich einen Vorschlag ausgearbeitet hat, wie man das konstruktiver angehen kann. Aber das Grundsystemische, also was für mich so dieses war, das kann ja eigentlich gar nicht sein, ist, dass ich eigentlich dachte, okay, ist völlig klar, dass sowas auf einer Plattform wie Twitter super leicht eskaliert, ne? Weil da habe ich den Algorithmus, ich werde dafür belohnt, dass ich da irgendeinen Schrott like. Wenn jemand umso polemischer ist, desto besser. Also ne, kriegt man da dann nachher, wird man vom Algorithmus gepusht. So, das ist ja alles absolut verständlich. Aber dann könnte man ja meinen, in einem System, wo das zumindest von der Struktur her ja erstmal nicht so angelegt ist, dass ich sage, also ne, ich kann da ein Sternchen da hier geben in meinem schönen Mastodon-Profil, aber das hat keinen Einfluss darauf, ob irgendjemand anders das jetzt höher bewertet sieht in irgendeiner Form. Und aus diesem Grund ist es natürlich erstmal was, dass ich sagen würde, völlig klar verständlich, dass das auf solchen proprietären, algorithmusgesteuerten Systemen so sich auswirkt. Aber warum ist es dann so, dass wenn wir ins Fediverse kommen, da trotzdem auch nicht alles eitel Sonnenschein ist, sondern es trotzdem zu Konflikten kommt, die dann eskalieren. Und da ist es wahrscheinlich wirklich so, dass man sich da nochmal gezielter das angucken muss und sagen muss, okay, was heißt denn digitale Kommunikation und wie können wir da Mechanismen entwickeln, dass die eben konstruktiver stattfindet, als es der Fall ist. Aber ich gebe dir recht, also für mich ist auch der größte Part, und ich meine, das ist auch real, wenn ich angucke, wie solche also Twitter-Feeds da in irgendeiner Form aussehen und wie das aussieht, was ich im Fediverse habe. Es ist natürlich trotzdem ein himmelweiter Unterschied. Aber es das heißt ja nicht, dass man es nicht noch einen Ticken besser machen könnte. Auch, ne? Möchtest du dazu noch was ergänzen? Da hinten ist das Mikro. Genau, ja, ich würde kurz sagen, dass die Sache, die wir uns ausgedacht haben von der Initiative für konstruktive digitale Diskussionskultur, die hat morgen 12 Uhr hier eine eigene Veranstaltung. Deswegen will ich da jetzt inhaltlich gar nicht, ich widerstehe der Versuchung da jetzt inhaltlich weiter, sonst wird das zu sehr auf dieses Thema. Es gibt ja auch noch andere spannende Aspekte. Ja. Wir diskutieren das morgen weiter, das ist doch gut. Gibt es online noch Meldungen? Ja, da geht die Hand hoch. Sehr gut. Viele sogar. Ich fange mal an. Wie kann die Verlässlichkeit und Qualität der im Netz verfügbaren Informationen besser werden? Braucht es nicht neben coolen Tools, könnte man noch ergänzen, und coolen Menschen auch politische Maßnahmen? Welche? Genau, also da würde ich tatsächlich Mut zur Lücke machen. Also ich bin nicht die Person, die netzpolitisch die super große Ahnung hat. Also ich könnte, also würde ich jetzt auch nicht vorschlagen und sagen, hier ist die Initiative, die politisch gestartet werden sollte. Mein Punkt ist der, dass ich sehr viel sehe in der Kraft, die von Menschen gemacht werden kann, also zum Beispiel auch, was solche kollaborativen Bewertungssachen oder Ähnliches betrifft, ganz praktisch im Bildungskontext, kann man schon aufbauen, was sind zum Beispiel gute offene Bildungsmaterialien, wenn man das möglichst offen teilt und sich dann viele daran beteiligen, dann hat man ja auch was ist gut und was ist weniger gut. Also da glaube ich, dass schon sehr, sehr viel auch einfach von unten funktionieren kann. Aber ich würde gleichzeitig auch nicht sagen, es braucht gar nichts von oben, aber da sind andere Menschen viel schlauer. Dankeschön. Es gibt noch mal eine Metafrage, nämlich ans Publikum. Ob es im Publikum noch Ideen, was das Internet Gutes gebracht hat, oder Erfahrungen, ergänzend zu Neles Berichten vorhin? Lass das mal so stehen. Vielleicht meldet sich dann noch jemand. Und eine These: Auch Kultur ist ein Algorithmus. Ich glaube, das bezieht sich, also es ist vielleicht so ein typischer Fediverse, ich weiß es besser, Mensch. Es gibt ja nicht keinen Algorithmus, nach dem sozusagen Sachen gerankt werden, sondern zum Beispiel die Zeit ist ja auch schon eine, oder Kultur. Und also so verstehe ich das jetzt. Ja, also genau, das Fediverse hat ganz viele Algorithmen, es wird ja chronologisch sortiert, ist ein Algorithmus. Ja, völlig klar. Ja, also stimmen wir zu der These, wenn wir sie so richtig verstanden haben.
Haben da noch was? Christina? Nee. Ich hätte sonst noch, also wir reden gerade so viel über Social Media und da musste ich dran denken, wir haben ja auch ein Problem mit, also wie fange ich denn an? Also ich muss vor allen Dingen so an Doomscrolling denken und du hast vorhin halt über klassische Social Media gesprochen, über die alten Closed Gardens, aber wir haben das ja auch schon im Fediverse, dass wenn du halt einmal anfängst, irgendeinen Hashtag zu Krieg oder sonst was aufzumachen, dass Leute halt auch einfach nicht mehr abschalten können. Und hast du da Ideen, was man sinnvoll machen könnte? Also ich habe jetzt schon so mit anderen Leuten überlegt, so vielleicht so Bots, die dir sagen, na, du warst jetzt schon zu lange online und so. Aber das ist ja auch nur so ein kleines Hilfsmittel. Hast du da Ideen? Weil darauf denke ich auch schon länger rum. Also ganz konkret ist es so, dass ich glaube, also was wir in der Medienpädagogik immer viel machen, ist, dass wir versuchen, Menschen tatsächlich so beizubringen, dass man sich angewöhnt, dieses Smartphone ist es ja meistens als ein Gerät, nur immer sehr bewusst in die Hand zu nehmen. Also dass man eben nicht zu diesem kommt, okay, ich nehme das und dann gucke ich mal wieder schnell, sondern dass man ganz gezielt sagt, okay, was will ich denn jetzt eigentlich gerade machen? Und wenn man das unter so einer Maßgabe macht, dann kommt man eben dahin, dass man, glaube ich, zum reflektierteren Umgang erstmal kommen kann. Und was so eine ganz spannende Methode ist, was man aufschreiben kann, das ist so ein Zwischenraumnotizen-Schreiben. Das ist eigentlich ganz lustig, was man einfach mal über einen Tag oder so machen kann, was erstmal völlig albern für einen wahrscheinlich klingt. Das kann man ja auch machen, wenn man irgendwie am Laptop oder am Desktop-Rechner sitzt, dass man sich aufschreibt, wenn man startet, also weiß ich nicht, es ist jetzt 9:30, ich setze mich an meinen Rechner und will jetzt eigentlich meine E-Mails lesen. Und sobald man merkt, aha, jetzt kommt was Neues, notiert man sich das wieder. Und das kann dann irgendwie sein, 9:40 Uhr, ich habe auf einen Link in der E-Mail geklickt, die kam und habe dann weiter mich geklickt und kam dann dahin und dahin und dahin. Und das ist tatsächlich aufschlussreich, sowas mal, also muss, das kann man ja nicht eine ganze Woche durchhalten, aber sowas mal 1, 2, 3 Tage zu machen und dann für sich auszuwerten und das auch wirklich ernsthaft zu machen, weil einem da doch viele Mechanismen, die man vielleicht auch so ein bisschen unbewusst macht, dadurch noch mal klarer werden. Quasi die Verfolgung des Rabbit Holes dann. Genau, von okay. Einem selber so. Ja. Christina? Dann machen wir erstmal hier im Raum, ja. Ja, sorry, dass ich schon wieder das Mikrofon habe. Ich würde aber mal das Thema gerne nochmal auf Bildungsinhalte lenken. Wie siehst du das Potenzial, sozusagen die Bildungskrise, nenne ich es mal, die von vielen Leuten festgestellt wird, mithilfe digitaler Technologien zu lösen? Oder ist es am Ende sozusagen eher ein Problem, dass die sozusagen Aufmerksamkeitsspanne und so weiter, das, was wir schon mal an Bildungsniveau hatten, eher in unerreichbare Ferne rückt? Also ich glaube, das Grundproblem ist, dass so wie Technologie im Bildungskontext angelegt wird, das oft von Menschen gemacht wird, die so einen Blick auf Bildung haben im Sinne von, bei Bildung geht es um Wissensvermittlung. Also wir haben feststehende Antworten und die packen wir in irgendwelche kleinen lustigen Bildungsmaterialien und dann geben wir das an die Lernenden und dann prüfen wir ab, ob auch wirklich alles in den Köpfen angekommen ist. Das ist oft der Blick von Menschen, die von der technologischen Seite her Bildungstechnik dann eben in irgendeiner Form gestalten. Und das ist genau das, was wir ja eigentlich nicht wollen. Und deshalb ist es so, dass wenn man zu einer guten Digitalisierung in der Bildung kommen will, man eigentlich eine doppelte Sache machen muss. Man muss nicht nur gegen die bestehende Lernkultur versuchen, sich durchzusetzen und sagen, wir wollen jetzt gerade nicht mehr diese klassische Wissensvermittlung, sondern es geht darum, ausgehend von den Erfahrungen, Bedürfnissen der Lernenden, sich auf die Suche nach neuen Antworten zu machen und nicht das zu reproduzieren, was schon da ist. Also das ist erstmal, man muss innerhalb der Lernkultur arbeiten. Und dann hat man eigentlich zusätzlich sogar noch was, dass man die vorherrschende Technologie gleichzeitig eigentlich auch hacken muss, weil einem da eigentlich was anderes reingegeben wird. So. Und wenn das gelingt, und da gibt es ja auch viele schöne positive Ansätze, und da finde ich ja gerade im CCC-Umfeld, dass man super kooperieren kann, also mit so einem super Banal-Tool wie dem Etherpad, wo wir kollaborativ einfach drin rumschreiben können. Das ist ein Tool,
mit dem wir natürlich wunderbar so eine veränderte Lernkultur in irgendeiner Form hinkriegen können. Nur das ist überhaupt kein Tool, wo irgendjemand dran Geld verdient. Und darum ist es nicht, also klar, ja, man muss das auch hosten und es kostet auch Geld, aber solche anderen Bildungsstartups, da steckt natürlich was viel anderes dahinter. Und das sind dann auch die großen Versprechen, mit denen die reinkommen. Und darum ist diese Situation Bildung und Digitalisierung tatsächlich kompliziert. Ich glaube, Digitalisierung wirkt vor allen Dingen als ein großer Verstärker. Es kann zementieren, was als bestehende Lernkultur da ist. Dann ist es große Grütze. Man kann es aber auch nutzen, aufbrechen und eben zu was anderem kommen. Aber dann heißt es, man muss es als eine bewusste Gestaltung machen und eben verändert hinwirken. Ich möchte mich auch nochmal darauf jetzt beziehen, also das Problem Bildung und Digitalisierung. Denn ich bin der Meinung, dass man immer sehr, sehr kritisch sein sollte, wenn versucht wird, ein soziales Problem mit digitalen Mitteln zu lösen. Denn ich bin ein Stück weit der Überzeugung, dass man da in eine falsche Richtung geht. Es werden viele Dinge verkauft, die sagen, die Probleme lösen, gerade jetzt im Bildungssektor. Aber ich finde, dass es im Endeffekt eher auf politische und soziale Lösungen ankommt, und nicht das neueste, coole Lerntool, was jetzt die Schule revolutionieren wird. Deshalb finde ich, das sollte man immer sehr, sehr kritisch sehen. Was sagst du jetzt dazu? Genau, also da bin ich natürlich absolut mit dir einer Meinung, dass ich sage, das ist ein großes Problem. Auch das ganze Bildungsmarketing ist ein großes Problem, weil das natürlich in der Tat so versprochen wird. Die Ebene, die ich einfach noch ergänzend dazu sagen will, ist, dass man natürlich immer auch den Blick haben muss, diese digitale Lebensrealität ist Lebenswelt von den Kindern und Jugendlichen, die sie dann auch nutzen. Also jetzt dieses Beispiel, die ganze KI-Debatte, die wir haben mit den großen Sprachmodellen. Da, wenn ich aus einer pädagogischen Perspektive da drauf gucke, dann würde ich sagen, hätte ich einfach so zauberstabmäßig sagen können, was brauchen wir für eine Technologie, dann hätte ich niemals gesagt, ha, lasst uns doch große Sprachmodelle in die Schule bringen, dann ist das Problem gelöst. So. Aber die Realität ist das, dass es diese großen Sprachmodelle jetzt gibt und dass die Kinder und Jugendlichen diese Teile auch auf ihren Geräten haben, dass sie die nutzen, dass sie damit entsprechend Abkürzungen dann auch irgendwie angehen etc. pp. Und deshalb habe ich natürlich die pädagogische Verantwortung, erstmal überhaupt zu erklären, was passiert da, was sind das für Tools, ne? Also, was passiert da so ein bisschen technisch im Hintergrund, also das als einen Lerngegenstand zu machen, aber dann auch aus so einer sozialen Gerechtigkeitsperspektive überhaupt dahin zu kommen, okay, man kann die wirklich auf sehr doofe Art nutzen, also im Sinne von Abkürzung, dann wirst du davon dümmer. Es gibt schon auch Möglichkeiten, wie Menschen das nutzen, wie sie davon dann vielleicht klüger werden. Und da abzuwägen und eben nicht einfach zu sagen, nee, weg damit und wir lassen das draußen, weil ich bin davon überzeugt, das löst nicht die Probleme. Das ist dann halt auch noch nicht die Lösung. Okay. Hey. Ist wahrscheinlich ein bisschen peinlich hier zuzugeben, aber ich finde Google Docs ziemlich cool. Und ich gebe auch für solche Tools auch ganz gern Geld aus, wenn es mir Wert bringt. Oder auch sowas wie Reddit, was jetzt börsennotiert ist. Und da habe ich zufällig die Alternative im Fediverse Lemmy irgendwann kennengelernt. Und ich frage mich so ein bisschen, ob diese offenen Tools oder offenen, die Technologien und Plattformen so eine Art Marketingproblem haben, das ich hier gar nicht kenne. Die Alternativen nicht so kenne. Ist das denn der Fall oder gibt es vielleicht irgendwo Übersichten oder muss ich immer schauen nach Google Docs Alternative? Oder ja, es wäre schön, wenn es mir bekannt gemacht wird, vielleicht auch, ohne dass ich da jetzt viel Zeit investieren muss. Also es ist natürlich einfach so, dass sowas wie Google hat schon mehr Geld als so eine Initiative wie CryptPad oder so. Das ist ja, dass wir es einfach vergleichen können, so vom Ding her. Und das ist beides. Also sowohl ist die Usability natürlich nicht so niederschwellig, wie das bei Google ist. Und auf der anderen Seite habe ich auch nicht die Möglichkeiten, dass ich da groß eine Vermarktung machen kann. Und was ich einfach immer wieder versuche zu empfehlen, ist sowas zu machen, sich verbinden mit Leuten, die so einen anderen Blick darauf haben. Weil dann kriegt man solche Sachen automatisch in irgendeiner Form mit. So ist es auch bei mir, dass ich dann überhaupt andere Sachen entdecke. Also, dass ich eben bei Mastodon mal frage. Zum Beispiel, also da fragen oder auch einfach, also
also bei mir ist es so, ich arbeite total viel mit Initiativen zusammen, also darum volles Verständnis höre ich immer. Bei uns ist Google, also ist Google Standard, das ist einfach so und das ist aus der Perspektive von den Menschen, die das machen, ja tatsächlich auch verständlich, weil die natürlich da reingerutscht sind in dieses Google-System und dann ist ja alles auch miteinander verbunden und sprich, die werden ankommentiert in irgendeinem Google Doc und da brauche ich nicht sagen, wenn du gerne damit arbeitest, dann kriegen die das ja sofort auf allen ihren Kanälen, wo sie das sehen müssen und toll. Und wenn ich dann ankomme und sage, ha, ich habe hier ein tolles Scriptpad eingerichtet, dann sind die da ja mit überhaupt gar nichts verbunden und darum sagen sie, das ist ja voll der Shit, da habe ich ja überhaupt gar nicht die Funktionalität, die ich eigentlich brauche. Und darum braucht man, glaube ich, beides. Also man muss nicht nur wissen, dass es diese Tools gibt, sondern man braucht auch ganz real Menschen, mit denen man dann mit den Tools zusammenarbeitet. Und da ist halt immer cool, also Initiativen zu finden, wie solche netten Menschen in Dresden, die mich dann jetzt heute eingeladen haben, und mit denen zusammen ein Projekt zu machen. Und darüber kriegt man dann natürlich auch eine Perspektive auf solche Tools und eine konkrete Arbeitspraxis damit. Danke. Ja, bevor ich rübergehe, muss ich noch mal ganz kurz selber, weil ich verbringe sehr viel Zeit damit, Werbung fürs Feniverse zu machen in meinem Leben und Dinge zu erklären. Wir haben ein ganz arges Marketingproblem und das kam jetzt gerade auch in eurer Diskussion wieder, nämlich, dass wir zum Beispiel immer so vergleichen, es ist die Alternative zu Google Docs zum Beispiel. Das haben wir generell bei der freien Software und du hast auch gesagt, es wäre komplizierter. Manchmal ist es das, manchmal ist es einfach nur anders. Leuten einfach anbieten und sagen, guck, ich habe hier ein Dokument. Gar nicht sagen, dass das ein Etherpad oder so ist. Und dann benutzen die das. Mal so als Tipp. Und ja, es gibt auch ganz viele Übersichten und wenn du da mal Lust hast, können wir nachher, also ich wirklich fast mein ganzes aktivistisches Leben verbringe ich damit. Also wir können dann gerne danach noch ein bisschen quatschen. Genau, so, aber hier drüben war aber auch noch eine Meldung. Ja. Ich weiß nicht, ob das, oder ob jemand anders noch thematisch was dazu hat, bevor wir andere rannehmen. Bist du thematisch? Nein, dann würde ich dich vielleicht und dann, was sagt ihr? Ja. Ist das okay? Bitte sag ja. Genau, nee, auch gerade zu diesem Bildungsthema, weil das halt viel erwähnt wurde. Ich glaube, das Geile am Internet ist eigentlich, dass man sich autodidaktisch so ziemlich alles eigentlich zueignen kann mittlerweile. Sondern das ist halt gerade so in der CCC-Bubble ist halt eben genau das Ding so, super viele Autodidakten und das ist halt genau das Geile. Das setzt halt aber eben auch voraus, dass die Tools eben am Ende offen sind. Ich brauche ne, sozusagen diese freien Tools, das ist so das Äquivalent vielleicht sozusagen ne, von dem VW von vor 20 Jahren, wo ich den Motor halt noch selber reparieren konnte. So, und so, ne, so Google ist halt so ein VW von jetzt, wo ich halt ohne die entsprechenden proprietären Tools halt gar keine Chance habe, sozusagen. Ich brauche den, ne, den Zugang vom, vom Hersteller. Und deswegen fände ich nochmal diese technische Perspektive auch wichtig. So, ja, das ist geil, auch aus dieser Bildungsperspektive brauchen wir freie Software. Ja, ich will das sehr, sehr bestärken und will zugleich sagen, dass das super schwierig ist, das so komplett überforderten Lehrkräften deutlich zu machen, weil die natürlich sagen, also die haben wirklich einen anderen Blick drauf und sagen, das Ding soll funktionieren und dann ist es gut. Und dazu sagen, nee, gerade wenn es anders funktioniert, dann ist es das Lernpotenzial, was da drin steckt. Also ich stimme dir zu 100% zu. Super ist es ja, es gibt ja auch Chaos macht Schule, also viel mehr solche Verbindungen, das braucht es unbedingt in der Bildung, also absolute Zustimmung. Zum Thema Gerechtigkeitsperspektive und auch Bildung finde ich, es wird immer viel über Software gesprochen, aber das Thema Hardware bleibt mir immer ganz stark auf der Strecke und ich merke das in meinem Umfeld, die meisten Leute, die wissen gar nicht, in der Hand haben oder welche Rechner sie da zu Hause haben, wie sie das eigentlich effektiv wirklich nutzen können. Und wenn man auch mal so in die Rechenzentrum-Thematik reinschaut, ist ja ein ganz klares Gefälle, wo ich sage, da ist nichts offen oder frei verfügbar. Gibt es dort Perspektiven, zum Beispiel auf politischen Ebenen oder, also ich merke, dass zum Beispiel viele Kommunen gehen jetzt zum Beispiel den Schritt, eigene Rechenzentren aufzubauen und das zum Beispiel für ihre Gewerbetreibenden in der Stadt anzubieten. Fleischen. Also ich kenne es bei uns in Sachsen-Anhalt, der Landkreis Harz, der das tatsächlich sehr gut versucht hat durchzusetzen, also an Open Source ganz gezielt an die Schulen zu bringen und zu versuchen, dass das da auch in irgendeiner Form klar verankert ist.
Sonst haben wir mit dieser ganzen Digitalpakt-Strategie schon sehr stark den Rutsch gehabt, dass die ganzen iPads an die Schulen geschlittert sind. Und das haben wir jetzt natürlich auch einfach erstmal an den Schulen. Also da hat man, naja, also alle haben da wahrscheinlich so ein bisschen geschlafen oder wie auch immer. Und es wurde vom Marketing her tatsächlich super klug verkauft, weil aufgegriffen wurde, gerade was progressive Lehrkräfte sagten im Sinne von, wir brauchen Kollaboration und wir brauchen Kreativität als Zukunftskompetenzen. Und das ist in die Apple-Marketing-Strategie rein. Und sie haben es genau damit vermarktet, dass man die Sachen hat. Und was der Kollege hinten sagte, also wo man da dagegen gehen kann, ist, dass man eben gerade sagt, nee, das ist keine Kreativität, wenn ich da wisch auf irgendeiner App und dann ploppt da hier mein Bildchen auf. Sondern die Kreativität ist, wenn ich wirklich selbst gestalte und dazu brauche ich offene Geräte. Aber das muss man natürlich in so einer Mainstream-Debatte erstmal durchkriegen. So. Und an Schule ist dann immer das Problem, wenn mal was läuft, dann läuft es. Ne? Und also jetzt sind die halt erstmal da. Du hattest vorher, also in der vorherigen Antwort gesagt, es ist ziemlich schwer, den überforderten Lehrkräften sowas beizubringen. Und auf der anderen Seite können ja Open Educational Resources auch Potenzial freisetzen, dass man sich eben nicht um 9:30 abends noch hinsetzen muss und das Arbeitsblatt für morgen vorbereitet und so weiter. Aber ich sehe da so ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem. Und ist das, siehst du da irgendeine Lösung aus diesem Henne-Ei-Problem raus? Ja, also die Lösung ist schon, dass man aufhört mit Jonglieren. Also bis jetzt machen die Lehrkräfte ganz viele Sachen. Es kommen immer neue Herausforderungen und die greifen das oft so auf, wie da kommt der nächste Ball, der mir hingeschmissen wird und den soll ich jetzt auch noch mit jonglieren. So, und irgendwann kracht das halt einfach alles runter, weil du kannst es nicht mehr halten. Und so ein ganz klassisches Beispiel ist dieses, Lehrkräfte sagen mir, ich kann nicht ein Lernentwicklungsgespräch machen mit Schülerinnen und Schülern, dafür habe ich gar keine Zeit, weil ich stehe ja frontal vor der Klasse und muss unterrichten. Und da sind wir genau, wie du das schilderst, beim Henne-und-Ei-Problem, weil ich dann natürlich sage, nee, wenn wir einen individualisierten Unterricht haben und wir sind in Freiarbeitsphasen, dann stehst du ja überhaupt gar nicht vorne an der Tafel, sondern dann findet es ja so statt, dass mit Materialien gearbeitet wird und die Schülerinnen und Schüler für sich Sachen arbeiten und dann hast du auch Zeit für das Lernentwicklungsgespräch. Aber da muss man dann halt an die Strukturen ran und da sind wir dann wieder an der Problematik, dass wir einzelne Lehrkräfte haben, die ja durchaus wirklich was anderes wollen, aber natürlich ganz große Beharrungskräfte auch an der Schule da sind und was man auch nicht wegreden kann, auch von Seiten der Eltern ganz oft sind. Also Leute haben natürlich ein Bild im Kopf, Schule ist, wenn man in Reihen hintereinander sitzt und von der Tafel abschreibt und dann den Vokabeltest wieder ausgehändigt kriegt. Und das ist ein Prozess, den wir da machen, also wo man immer wieder dagegen stupsen muss und immer wieder andere Sachen machen muss. Und was mich so ein bisschen hoffnungsvoll stimmt, ist, dass es tatsächlich Schulen gibt, sehr gute Schulen gibt. Zum Teil sind es natürlich dann einfach die freien und Alternativschulen, aber zum Teil sind es tatsächlich auch Schulen, die staatliche Schulen sind, die zeigen, okay, man kann es auch anders machen. Und darüber dann so ein bisschen immer weiter auszutröpfeln und eben versuchen, doch zu was anderem hinkommen. Aber was ich vorher gesagt habe, wir müssen geduldig sein. Also das ist super schwierig, harte Bretter bohren da, das hinzubekommen. Also ich würde so als Positivbeispiel tatsächlich so, also man sieht es bei meiner, das ist eine staatliche Schule, da wo ich zurzeit hingehe, die hat sich zwar auf den Fachbereich elektronische Datenverarbeitung spezialisiert, aber man merkt da sehr, sehr, dass die Lehrer wirklich hinter dem Thema sehr hinterher sind und natürlich, weil sie halt auch in dem Fachbereich arbeiten, aber in dem Fachbereich halt sehr, sehr gute Kompetenzen haben, was halt den letzten Punkt sehr gut oder nochmal zeigt, es geht besser oder es gibt Lehrer, die sich wirklich dahinter klemmen. Genau, ich hätte kurz eine Frage an dich. Du redest jetzt sehr viel darüber, dass du mit Lehrkräften redest, aber redest du auch mit Menschen, die gerade in der Ausbildung zur Lehrkraft sind? Weil ich finde, da ist auch ein großer Hebel. Und ich habe von einigen Leuten gehört, die jetzt Lehramt studieren, dass sie zum Beispiel ihr Pädagogikfach am grauenvollsten fanden, weil sie das so schlecht fanden, weil da jemand vor ihnen steht in der Vorlesung und ihnen erklärt, wie sie es besser machen müssen, während er diesen schlechten Unterrichtsstil pflegt.
Und eine Person hat mir gesagt, ihre Vorlesung ging so los, dass der Dozent gesagt hat, wenn Sie hier etwas verändern und revolutionieren wollen, dann sind Sie hier falsch in der Vorlesung. Und wenn man das zukünftigen Lehrkräften sagt, dann muss man sich auch nicht wundern, wenn sich da nicht so viel ändert. Und ja, da meine Frage an dich, wie gehst du daran? Genau, also absolut richtig. Es ist ein ganz zentraler Hebel, auch schon in die Lehrkräftefortbildung reinzugehen. Das ist, was ich auch durchaus mitmache. Das andere, was ich mache, ist, also wenn ich sage, mit Lehrkräften reden, das ist ja auch was, dass ich eben versuche, wenn pädagogische Tage an Schulen direkt sind, da eben nicht zu sagen, ich stelle mich vorne hin und erziehe und erkläre euch die Welt, sondern eben da auch das methodisch aufzubrechen und überhaupt erstmal zu zeigen, wie kann denn Lernen anders sein. Aber also stimme dir zu, das ist nur die eine Ebene. Man braucht auch schon vorher, dass man sich das angucken muss und in die Lehrkräfteausbildung rein. Eine Frage aus dem Internet, und zwar, wie es jetzt weitergehen kann. Also wir haben das alles erkannt und digital Interessierte wollen so wenig wie möglich über all das nachdenken. Und hast du Ideen, wie man das Interesse denn wecken kann, darüber nachzudenken und wie die Wichtigkeit erklärt werden kann? Also tatsächlich, so absurd es klingt, aber ich habe den Eindruck, dass diese KI-Debatte, so nervig ich sie finde, aber dass die bei vielen so ein, also im Bildungsbereich zumindest, so ein Hups, was ist denn da jetzt los, Element war. Einfach, weil man gemerkt hat, ich komme da jetzt wirklich nicht mehr weiter. Also ich habe das von ganz vielen Lehrkräften zum Beispiel gehört, die sich vorher so ein bisschen durchgetrickst haben. Also die haben dann im Fremdsprachenunterricht zum Beispiel solche Aufgaben gesagt, schreibe dein Lieblingsferienerlebnis und es soll die eine Zeitform und die andere Zeitform immer im Wechsel drin vorkommen oder so irgendwas. Und dann konnten natürlich die Schülerinnen und Schüler das nicht in irgendein Übersetzungstool eingeben, was sie schon vorher hatten, sondern mussten dann irgendwie selber was machen. Naja, und Pustekuchen, jetzt hast du natürlich die Tools, die das dir eins zu eins ausspucken können. Und das war genau das, dass Lehrkräfte dann anfingen zu sagen, das ist ja wirklich ein Problem. So, und ich habe den Eindruck, dass wir da jetzt gerade so ein relativ kleines Zeitfenster wahrscheinlich auch haben, bevor dann wieder irgendwelche Start-up-Tools sind, die irgendwelche Schnittstellen zu diesen Modellen bauen, was ja jetzt auch schon da ist. Die sagen, hier, alles funktioniert schön und gut und hier sind die Methoden dazu, genau so setzt man das ein, dass man sagen kann, lass uns mal wirklich darüber nachdenken, was passiert da eigentlich dahinter? Und dann kann man ja auch solche, also kann man ja wirklich ganz praktisch mit denen experimentieren. Was kommt da für ein Bias raus? Was ist das eigentlich, das Unterschied? Unterschiedliche Sprachmodelle mir auf unterschiedliche, also auf den gleichen Prompt ganz andere Sachen, auch politisch wirklich ganz unterschiedliche Sachen rausspucken. Das muss man ja gestalten, das muss man ja transparent machen, da muss ja eine gewisse Demokratie dahinter. Und also ich merke jetzt gerade wirklich eine große Aufgeschlossenheit und auch ein Interesse und im Sinne von, also kannst du mir das erklären, was da los ist? Und das, finde ich, ist schon mal viel wert, weil wir vorher doch, also hatte ich zumindest sehr viel stärker dieses, dafür habe ich jetzt nicht auch noch Zeit und dafür brennt es jetzt ein bisschen zu sehr. Danke. Also das ist eine schöne Perspektive auch auf den Druck. Und noch ergänzend, hast du auch noch einen Tipp für den Bereich außerhalb von Schule? Die außerschulische, naja, aber die machen ja eigentlich so eine coole Arbeit schon die ganze Zeit. Also das glaube ich, also das ist da, wo ich wirklich ja die Hoffnung reinstecke, dass durch die Verbindungen mit der außerschulischen Jugendarbeit, dass wir da wirklich dahin kommen, auch einen anderen Drall, einen anderen Wind in die Schulen reinzubringen. Und das ist ja auch ganz wichtig, weil also ich meine, an den Schulen sind oft auch zum Beispiel solche digitalen Kompetenzen und wie kann ich denn überhaupt mit was rumhacken und was kann ich da machen? Die sind ja dann auch oft überhaupt noch gar nicht da. Und da wirklich Verbindungen einzugehen und zu unterstützen und gemeinsam Projekte zu machen, das ist absolut hilfreich. Okay, Dankeschön. Und eine Frage noch zur sozialen Gerechtigkeit noch mehr. Sind die Vorteile des Internets oder auch nicht nur des Internets, der Digitalität vielleicht universell zugänglich oder profitieren nicht bestimmte Gruppen? Techies, Gebildete besser kommunizieren könnende, mehr als andere? Und falls ja, was können wir denn dagegen tun? Naja, also ich glaube, da ist schon die Antwort natürlich Bildung drauf. Und das ist wie vorher, was ich gesagt habe, wenn wir es einfach so laufen lassen, dann tendiert Technologie dazu, soziale Sachen stärker zu spalten. Also das ist einfach so. Und
Das würde ich jetzt aber nicht, also ich meine, das ist in ganz vielen Sachen so, dass wenn ich es einfach laufen lasse, ne, also wenn ich keine Steuern hebe auf hohe Vermögen, dann konzentrieren sich auch hohe Vermögen immer mehr. Das ist ja eine Binsenweisheit. Und genauso ist es natürlich auch mit dem Internet oder mit der Technologie. Und deshalb gezielt als einen Bildungsanspruch zu haben, wir müssen das gestalten und wir müssen Menschen unterstützen, dass sie da partizipieren und sich beteiligen können. Das ist eine ganz große Herausforderung. Nochmal auf das Thema davor zurückkommen mit Bildung in Schulen und Medienkompetenz und so. Und ich habe immer das Gefühl, es wird vor allem über Bedienkompetenz eben geredet. Und das klang auch so ein bisschen an dem, was du jetzt gerade gesagt hast, so ja, okay, wie kann ich jetzt mit diesem neuronalen Netz halt meine Hausaufgaben machen oder was auch immer. Das ist, glaube ich, genau das, wo eben da jetzt so eine Verbesserung mit gekommen ist mit den großen Sprachmodellen, dass man halt sagt, ja, okay, das ist jetzt ein schönes Interface, das sehr wenig Bedienkompetenz erstmal erfordert, um wirklich so krasse Ergebnisse rauszubekommen. So, da steckt ja große Disruption drin, weil wir da ja auch irgendwie vorher immer noch dran gescheitert sind, dass die Leute einfach nicht klargekommen sind, rein technisch, wie man jetzt eine Suchmaschine bedient, haben die einfach nicht gereilt und jetzt können wir dann Large Language Model drauf tun und dann funktioniert das, dass die Leute fragen, wann ist der und der geboren worden oder so. Ne? Insofern alles toll, aber das ist, glaube ich, nicht die Lösung, nicht das, was ich mir erwarten würde, was Schule auch vermittelt, wenn es um Medienkompetenz geht, sondern eben die Fähigkeit, das auch einzuordnen, so, ne? Zu gucken, ja, wie, nicht nur, wie kann ich einen Wikipedia-Eintrag bearbeiten, sondern auch, wie kann ich sozusagen wie kann ich denn parsen korrekt, so dass ich den einordnen kann? Und da scheitern wir, glaube ich, das hat unheimlich krasse gesamtgesellschaftliche Auswirkungen einfach mittlerweile, auch dass einfach so Medienkompetenz fehlt und dass das sich immer weiter zieht und dass sich auch die Generation, die jetzt zur Schule geht, wenn ich halt schaue, was da immer vermittelt, das ist immer noch überwiegend Bedienkompetenz. So, das war, ich weiß nicht, bei mir ist es schon eine Weile her, damals war das halt irgendwie, was man in der Schule gelernt hat an Medienkompetenz, wie bediene ich Microsoft Word oder so. Und das ist heutzutage jetzt immer noch, also ich war erstaunt so, wenn ich mich dann irgendwie mit einem 12-Jährigen unterhalte und höre, das ist immer noch so. Das kann, also das ist doch total bescheuert. So, das ist so, und da finde ich, sollten wir viel mehr drüber reden. Volle Zustimmung, ja. Also, da kann man gar nicht so viel dazu sagen, außer ja, hast du recht. So, gibt es denn online noch Fragen oder Anregungen? Nein. Wie spät haben wir es denn jetzt? Ich habe mir zwar extra eine Uhr mitgenommen, aber ich habe natürlich vergessen, sie so hinzustellen, dass ich sie sehen kann. 9:20. Na, da haben wir ja noch ganz viel Zeit. Habt ihr noch mehr? Aber wenn ihr leer gequatscht seid, dann seid ihr leer gequatscht. Da geht nochmal eine Hand hoch. Genau, wenn sonst keiner will, kann ich nochmal kontroverse Dinge sagen. Genauso gerade so Dezentralisierung und so, und das wird ja, also ne, gerade beim Fediverse und so klingt das auch immer so an, wie toll dezentral das jetzt alles ist. Und ich denke mir so, ja, also halt überhaupt nicht. Also einerseits so die gerade so deutschsprachiges Fediverse, das ist halt irgendwie ne, am Ende alles Hetzner und selbst international schon einfach selbst da irgendwie alles Hetzner und dann ist da schlimmstenfalls noch Cloudflare davor oder so. Und ich habe so das Gefühl, es gibt so da so zwei Tendenzen, dass irgendwie einerseits das Internet immer mehr zentralisiert, auch irgendwie über diese Cloud-Anbieter und so, und gerade ne, Cloudflare ist halt so ein echt krasses Ding. Ne? Ich meine, das ist halt absolut überall vor so. Das ist nicht Dezentralisierung so, und auch das Fediverse ist halt genau das, wo, wenn ich halt an alte so NMTP-Zeiten zurückdenke, so damals hatte halt noch jeder sein eigenes Killfile und das war okay, so diese Haltung, diese Erwartung überhaupt erstmal, dass mein Instanzbetreiber mir sozusagen für mich zurechtblockt, dass ich meine Filterblase schon bekomme, finde ich so absurd so, und wieder Dezentralisierung nicht verstanden, so ja, mach halt selber, so das, so, ich wird mir, also ich habe so die Frage, okay, was wäre vielleicht so ein Pfad in Richtung so Dezentralisierung, so for real? Weil so, ich habe das Gefühl, irgendwie sind wir da in die falsche Richtung. Da steht überall immer mehr Dezentralisierung drauf und tatsächlich ist dahinter halt ne, irgendwie ein Hetzner-Server mit Cloudflare davor. Vielen Dank.
Genau, also ich glaube, es gibt da ja wirklich diese vielen Ebenen. Also für viele Menschen ist es tatsächlich schon ein großer Schritt, anzuerkennen, dass eine Dezentralisierung, die du jetzt nicht als eine echte Dezentralisierung einordnen würdest, schon mal eine ziemlich gute Sache ist. Und ich muss es tatsächlich gestehen, dass ich in meiner Arbeit bis jetzt noch nicht auf diese weitere Ebene rüberkomme oder das in irgendeiner Form hinbekomme. Was ich aber feststelle grundsätzlich zu Dezentralisierung, dass das so was so aus dem Bauch raus von Menschen geäußert wird, oft dieses ist, dass sie sagen, sie wollen irgendwie eine zentrale Sache. Also wir haben das auch zum Beispiel bei offenen Bildungsmaterialien. Da ist immer die Frage, wo ist denn die eine Plattform, wo ich jetzt alle Inhalte finde? Meine Erfahrung ist aber dann, dass man das tatsächlich Menschen erklären kann, dass es auf die Schnittstellen drauf ankommt und nicht auf die eine große Plattform und dass wir es dann schaffen können, dass wir eigentlich das Netz für alle besser machen. Aber wie gesagt, da bin ich noch auf der Ebene, dass ich sage, ich finde es schon schön, wenn es sowas wie das Fediverse gibt, wo ich so viele verschiedene Instanzen und Dienste habe, auch wenn die dann nachher alle bei Hetzner sitzen. Aber klar, ich gebe dir recht von der grundsätzlichen Aussage her. Das ist einfach, also für mich aus meiner Perspektive, nochmal ein Schritt weiter, der aber ja wahrscheinlich stimmig und richtig und wichtig ist. Ja. Ich würde mich nochmal einklinken. Also ja, absolut. Und ich würde deins noch mal ein bisschen mehr überspitzen, Nele. Also ja, Leute wollen, ich glaube, dass es trotzdem eine einfache Antwort ist. Es ist irgendwie sowas in dir drin, dass sie sagen, aber ich will jetzt diese eine Lösung. Das ist ja auch, manche haben es auch ausgenutzt, gerade am Beispiel Fediverse. Ich weiß, ich schimpfe gern auf Eugen, aber Eugen hat ja bei Mastodon Social wirklich so beworben, dass du bei übers Fediverse immer erstmal auf diesen Server gekommen bist. Und das ist ja das nächste Problem. Alle reden über Mastodon. Das ist eindeutig ein journalistisches Versagen. Ich habe bis jetzt einen guten Artikel über das Fediverse gelesen. Ja, also es ist halt, viele wollen die einfache Antwort. Und dann ist so ein bisschen dieses, ja, zentrale Informationen sind gut, aber ich würde sagen, auch dezentral müssen wir allen das immer wieder erklären, dass es auch andere Dinge gibt. Also ich sage immer so gern, Mündigkeit ist Arbeit. Aber auch die Mündigkeit von anderen Leuten ist im Zweifel Arbeit für uns, dass wir es immer wieder erklären und immer wieder Angebote machen, dass es halt auch mehr als Mastodon gibt, dass es mehr Optionen gibt als Hetzner, dass es mehr Server gibt als Mastodon Social oder Chaos Social. Ja, also ich glaube, das ist ein bisschen auch so in unserer Verantwortung, dass wir diesen Sweet Spot finden zwischen belehren, was halt auch niemand möchte, und halt dann trotzdem erklären und das dezentrale Angebot im echten Leben sein und am besten noch mal vor Ort erklären, wie hier zum Beispiel. Weil ja, selbst die guten zentralen Plattformen, wo es Infos gibt, findet ja niemand. Das wird immer Fedi-Help verlinkt, dabei gibt es das Fedi-Wiki, was ich viel besser finde. Aber das erwähnt niemand wieder. Und ach, das ist sein Kreis, deshalb, ich glaube, es ist auch unsere Arbeit. Ja. Die üblichen Verdächtigen. Ich habe so das Gefühl, wir müssen da noch ein Kaltgetränk alle trinken. Ich würde gerne noch mal ein anderes Fass aufmachen. Und zwar, du hattest vorhin kurz angedeutet, dass die Leute die Infrastruktur bereitstellen. Also das geht ja, das wäre ja die Überleitung jetzt, ne? Dass die wenig Anerkennung kriegen. Das Beste, was sie an Resonanz kriegen, sind Bug-Reports, zum Teil wütende und so. Und da würde ich mal auf das Thema Anreizstrukturen nochmal kommen. Also wie kriegt man es hin, dass Menschen mehr die Haltung von Kollegen hier vorne haben, dass sie für gute Tools auch Geld zahlen vielleicht oder sich in einer anderen Art und Weise sozusagen am Gesamten beteiligen. Das ist natürlich für Infrastruktur, aber das ist auch für Inhalte, finde ich, noch eine ungeklärte Frage, gerade bei Open Educational Resources. Also ich habe da tatsächlich nicht eine fertige Antwort dazu, weil mir da oft, also ich habe ganz oft ganz viel Verständnis für ganz viele Menschen, so wie sie agieren. Und ich kann zum Beispiel auch mich gut in Lehrkräfte einschätzen, wenn sie irgendwie an der Schule überfordert sind und dann bestimmte Sachen nicht hinkriegen. Bei der Frage finde ich es tatsächlich schwierig, weil ich das oft von der Nachvollziehbarkeit her nicht finde. Was ich feststelle, ist, dass das nicht nur sich auf das Bereitstellen von Infrastruktur betrifft, sondern oft sowas ist,
warum soll ich was dafür bezahlen? Also ich habe zum Beispiel vorher dieses Edonautica Barcamp genannt. Das ist ein Barcamp, was darauf basiert, dass das auf einer Spendenbasis läuft. Also sprich, sagt man zu den Menschen, kommt, das Ding ist finanziert, wenn ihr, ich weiß gar nicht, was es letztes Mal war, wenn ihr 20 Euro bezahlt. Wenn ihr nichts bezahlen könnt, zahlt ihr halt nichts. Wir freuen uns, wenn es auch Soli-Beiträge gibt. So. Und man muss wissen, dieses Barcamp wird besucht überwiegend eben von Menschen, die in der Schule als Lehrkräfte tätig sind. Also die sind nicht steinreich, es gibt viel reichere Menschen, aber die sind jetzt auch nicht arm von dem, was sie als Verdienst haben. Und trotzdem gibt es ganz viele, also sogar knapp über die Hälfte, glaube ich, die einfach sagen, ich melde mich da an und ich bezahle nichts dafür. Und das ist so eine Haltung, die verstehe ich tatsächlich nicht. Und darum, wenn deine Frage ist, wie kriegen wir das hin, da andere Anreizstrukturen zu machen, dann habe ich da nicht die Antwort drauf, sondern kann einfach nur sagen, okay, was ich machen kann, ist, dass ich das anders vorlebe und dass ich mit den Menschen spreche und dass ich auch finde, die Veranstaltung muss dann so gestaltet sein, dass die Menschen merken, okay, ich bin da jetzt hier ein Teil davon und kann mich nicht wegziehen. So. Und eine andere Ebene, aber das geht dann wirklich in eine andere Richtung, ist, wenn wir konkret uns diese Tools angucken, da macht zum Beispiel Niedersachsen als Land eine ziemlich coole Arbeit. Die haben so ein Projekt, das nennt sich Kids Blog, und die haben einfach Open-Source-Tools, die sie sich zusammensuchen, die für die Bildung relevant sein können, und die stellen sie bereit, offen, und alle können es nutzen. Also da ist dann so ein Etherpad dabei, da ist so ein Mindwendel, mit dem man so kleine Karten machen kann dabei und so weiter und so fort. Und das ist natürlich auch was, wo man sagen kann, ja, man kann natürlich auch stärker dahin gehen, dass man sagt, eine digitale Infrastruktur gehört auch dazu, zu so einem Grundrecht auf Bildung, und das muss auch für alle öffentlich zur Verfügung stehen, und dann auch solche Stellen stärker in Verantwortung nehmen. Aber es kann nicht nur das eine sein. Also ich glaube, das andere müssen wir durchaus auch angehen. Aber also vielleicht haben da Menschen Lösungen, dann freue ich mich, ich habe sie nicht. Ich schalte mich schon wieder ein. Also ich finde deinen ersten Ansatz mit so selber vorleben und auch mal drüber reden sehr, sehr gut. Und was ich gemerkt habe bei den Serverbetreibenden, also wir haben ein Moderationstreffen im Fediverse auch, und da haben wir auch mal über sowas geredet. Und unser Server zeigt sehr aktiv, wer arbeitet mit. Und ich hatte auch mal sowas geschrieben wie, ja, ich freue mich auch über Süßigkeiten als Spenden zum Beispiel. Wir haben Süßigkeiten geschickt bekommen. Also das funktioniert, wenn die Leute so sehen, ach, da sind tatsächlich Menschen dahinter, das ist ja was. Weil ganz viele denken so, Infrastruktur ploppt auf. Und wenn dann so ist, ach, Leute geben sich da Mühe für uns. Also das haben wir wirklich auch so serverübergreifend gemerkt, so die, wo es wirklich ersichtlich ist, was für Nasen das betreiben, die haben mehr Spenden bekommen als so die anonymeren Server, wo sich Leute einfach nur hinsetzen und denken, oh, ich will jetzt nicht so viel darüber reden und eigentlich nur machen. Und bei uns gibt's auch regelmäßig mal so, also jetzt nicht mehr, aber es war bei den Twitter-Wellen so, dass Leute selber für uns aufgerufen haben, so spendet doch mal hier an diese tolle Server-Kuda. Also ich glaube, das ist so ein bisschen was, dass Leute das manchmal vergessen, dass es so anonym ist. Oder wenn die Orga bei so einer Veranstaltung so groß ist, denke ich, oh nee, will ich da jetzt irgendwas machen? Und jetzt ist halt das Invest zum Beispiel bei den Datenspuren, haben wir bei uns bei Chrissy zum Beispiel vorhin bedankt. Wenn du so weißt, okay, was sind das für Leute, da gehen die Menschen auch anders ran und geben ab und zu auch mal mehr Spenden ab. Also es ist meine Erfahrung, gibt bestimmt noch sinnvollere Lösungen. Ja, weil es wollen ja auch nicht alle sich da so einen Mittelpunkt stellen. Ja, vielleicht ist es doch besser, wenn sich die fünf Leute an der Bar treffen oder so. Nee. Also ich würde mir eigentlich wünschen, um immer so eine steile These in den Raum zu stellen, eigentlich fände ich es geil, wenn gar keiner mehr darauf angewiesen wäre, hier irgendwem noch Geld zu geben für das sozusagen für derartigen Kram, weil alle das selber machen können. So. Eigentlich sollte, und das wäre halt eben Dezentralisierung. Also das haben wir wieder voll verkackt, so aus JavaCCC.de auch überhaupt nicht gelernt am Ende, wo es halt auch schon so gelaufen ist, so ja, toll, Java, voll das dezentrale Protokoll, und selbst die Hackers hängen alle so auf derselben Instanz rum, so, und halt auch wieder so, ja, toll, potted. Und dann verstehen schon Leute, teilweise haben bei Java, ist mir das echt passiert, dass ich dann irgendwie im Chaos-Umfeld Leuten gesagt habe, wie nicht at media ccc, nicht ist media schon, nicht at java ccc.de, sondern at was soll das für eine sein, für eine Domain, noch nie gehört, gar nicht verstanden haben, wie das eigentlich funktioniert mit dem so. Weil sie in ihrer Welt Java nur dieser eine Server war, und jetzt ist es wieder mit Mastodon gefühlt genauso geworden. Und
ich würde mir wünschen, dass ich da halt eben genau, und das ist halt vielleicht auch so ein großer Teil von Medienkompetenz, alle sollten in der Lage sein, sich den Scheiß anzuschauen. Und am Ende fände ich es in eine Digital Literacy, hieße halt auch, dass jeder zumindest theoretisch in der Lage wäre, seine eigene Mastodon-Instanz zu betreiben. So, ich finde, darüber sollten wir auch mehr reden. So, hier, Leute, selber machen. Auf dem Weg dann würde ich noch einen schmaleren Dienst als Mastodon dann empfehlen, aber ist okay. So. Ja, ich mache jetzt hier mal eine provokante Gegenthese auf. Ich glaube, wir haben schon genug damit zu tun, wenn wir es hinkriegen, dass alle Mastodon schreiben können. Und da sind sie noch ein ganz Stück davon entfernt, eine eigene Instanz verantwortungsvoll betreiben zu können. Also ich glaube, dass es so her wie das Ziel ist, aber es ist illusorisch. Vielleicht ist es realistischer, wenn es eine genügend große Anzahl von Leuten gibt. Es muss ja nicht jede und jeder die eigene Instanz betreiben, sondern es reicht ja, wenn es, ich sag mal, wenn es 1000 gut genutzte Instanzen im deutschsprachigen Raum gäbe, dann wäre schon die Situation besser als jetzt vielleicht. Genau, und ich würde da noch ergänzen, dass man ja auch so ein schrittweise Modell machen kann. So, es ist so ein erster Schritt, das ist schon total toll, wenn sich überhaupt jemand auf Mastodon Social registriert. So, und wenn der Mensch dann mitkriegt nach einem Jahr, stimmt, irgendwas war hier mit Dezentralität, ich könnte vielleicht mal umziehen und mir bewusst aussuchen, was ich für eine andere Instanz wähle. Und dann vielleicht irgendwann sagt, okay, ich mache mir das selber. Und dann vielleicht noch in dem nächsten Schritt sagt, ich mache das tatsächlich selber und lass mir das nicht von irgendjemand hosten, was ja dann auch wieder nicht real dezentral ist. Dann kommen wir auch voran. Aber das ist, glaube ich, nichts, dass ich damit anfangen kann, dass ich sagen kann, ha, du machst dir jetzt deine eigene Instanz und dann ist alles gut. Sondern das ist, glaube ich, so ein Prozess, wo Leute reinrutschen müssen. Du wackelst schon wieder da hinten. Möchtest du noch mal? Wir können auch sagen, dass ihr das Ganze dann an die Bar verschiebt. Weil ich habe das Gefühl, wir verlieren hier gerade immer mehr Publikum. Und bevor jetzt alle weg sind, habe ich noch ein paar Sachen zu sagen. Genau. Deswegen würde ich das Ganze vielleicht an dieser Stelle mal einfach cutten. Ich glaube, wir könnten hier Stunden weiterreden. Ich schleiche mich mal zu meinem Computer rüber und guck mal, ob wir das Bild eigentlich noch mal kriegen. Also hier ist es an. Was ist denn mit dem Beamer? Beamer kommt. Ich fange einfach schon mal an, weiterzureden. Nele, ganz vielen Dank, dass du da warst. Das war ganz toll. Ich denke, wir können hier alle mal kurz einen kleinen Zwischenapplaus geben. Ach, sehr schön. Genau. Und dann natürlich auch großen Dank an euch alle, dass ihr hier wart, auch wenn jetzt viele schon rausgekleckert sind. Ja, schön, dass ihr hier seid. Schön, dass wir hier sein durften. Das war uns wieder eine Freude. Und ich möchte noch auf die kommenden zwei Veranstaltungen hinweisen, die wir im Digital Fight Club veranstalten wollen. Zum einen am 30.10., das könnt ihr euch schon mal im Kalender markieren. Da haben wir Juri Schnöller eingeladen. Er ist Politikberater und Kampagnenexperte. Und wir wollen mal zu dem Thema diskutieren, ob KI eigentlich Demokratie verbessern kann. Also auch eine spannende Diskussion. Und am 12.11. Der sechste Digital Fight Club dann mit Ingrid Brodnik, Journalistin und Publizistin aus Österreich, mit der wir über die Themen Verrohung im Netz und Plattformregulierung sprechen wollen. Also auch wieder ein spannendes Thema. Ein bisschen haben wir ja heute auch angeschnitten. Genau, also da auch gerne dabei sein. Das findet dann wieder im Medienkulturzentrum hier in Dresden statt oder auch im Livestream wie gewohnt. Dort dann aber wahrscheinlich wieder über YouTube.